Herzlich willkommen im Raumzeitlabor. Heute zu dem zweiten Modul, die Ideenlehre, Anarchismus. Baut auf das erste Modul auf. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Die Dokumente gibt es herunterzuladen, nicht auf der URL, die da oben ist, weil da habe ich zwei Ds eingefügt. Das ist Vim. Da wollte ich die Zeit eigentlich löschen und dann, lange Geschichte. Ich selber komme vom Hackspace Siegen.it, nicht weil wir in Italien sind, sondern IT. Yay. Das Datum ist korrekt. Falls ihr euch wundert, das ist für die jungen Damen und Herren im Internet. Und mein Nick ist Nanook. Eine Déroulement. Im ersten Modul habe ich den Witz erzählt, also werde ich im zweiten nicht machen. Kleine Übersicht, was passiert. Erstmal kommt eine Einleitung, da befinden wir uns eigentlich schon drinnen. Eine kurze Wiederholung aus den Sachen vom ersten Modul, die wir zwingend brauchen. Ich halte mich allerdings kurz. Und dann kommen die Klassiker. Die Klassiker, die alte Schule, sage ich mal, die ersten, die so gedacht haben und die davon leben konnten. Das sind meistens Klassiker. Dann möchte ich mit euch ganz schnell und ganz kurz über die verschiedenen Richtungen sprechen, die es im Anarchismus gibt. Und dazu habe ich auch ein Handout vorbereitet. Da könnt ihr eure Notizen mit reinschreiben, sind Fragen zu beantworten. Und wenn ihr die Handout bei mir wieder einreicht, dann wähle ich das aus. Und dann zum dritten Modul gibt es dann auch einen Preis. wenn man die Klassiker hat und die Richtung, die es so gibt, möchte ich nochmal kurz auf aktuelle Anarchisten kommen. Es geht ja um die Ideenlehre und wir werden auch feststellen, dass Ideenlehre und die Richtung im Anarchismus nicht so vorgegeben ist, wie man das, weiß ich nicht, bei der Bibel zum Beispiel erwarten würde, gerade bei den Katholiken, da ist halt jemand, der gibt das vor. Das hat man bei Anarchisten nicht. Surprise! Die Themen, die aktuellen Anarchisten gerade bewegt. Und dann zum Abschluss natürlich ein Request for Comment und eine kleine Fragerunde. Ihr dürft aber jederzeit reinfragen, reinquatschen, wenn das was nicht sicher ist oder wenn ihr selber eine Idee habt. Also ich persönlich bin kein Anarchist, ich beschäftige mich damit schon ziemlich lange. Ich finde ein paar Ideen gut, ein paar andere Ideen finde ich nicht so gut und habe mir mittlerweile aber auch Bücher gekauft, um mich damit auseinanderzusetzen, weil es interessant ist so. Der Anfang einer jeden Wissenschaft ist ja die Frage, was ist das? Und das hatte ich mir dann halt auch gestellt, dass das erste Mal ich apt-get install anarchism in Debian angegeben habe. So, kommen wir zur Einleitung. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Geduld. Leider, Blabber und Silcher mussten so lange essen. Es war sehr lecker. Es gab Kochkäseschnitzel. Für manche gab es sogar einen Nachtisch und noch ein Bier. Ich habe noch Hunger, also ich weiß nicht. Außerdem wollte dann, ich bin dankbar, dass die Siegner da sind. Der Leon wollte ein Mädel an der Tankstelle häufiger mal sehen, dann mussten wir dreimal anhalten, damit er noch Bier kaufen kann und Wasser. Er hat immer noch keine Nummer gekriegt. Falls im Internet ein paar hübsche Mädels sind, ne, Leon Schur. Twittert ihn, sucht ihn auf Twitter. Ich freue mich, dass der Propia da ist. Finde ich super. Und ich freue mich natürlich jedes Mal wieder in diesen Hallen des Hackertums zu sein, dem Raumzeitlabor. So. Ich mache mal gerade mein Mobiltelefon auf lautlos. Dürft natürlich gerne aufmachen. Ich will euch da nichts vorschreiben. Ich bin ja kein Fascho. Ein Internet-Hut. Eine Aufgabe gibt es, da muss man aus dem Internet was raussuchen. Mag sich jemand freiwillig melden? Ah ja, Flies. Wunderbar. Sehr gut. Vielen Dank. Ich mache dann dieses Zeichen. Und dann wirst du Internet was für mich raussuchen müssen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir nutzen auch das Internet. Das ist für ein paar Leute da draußen seltsam. Für uns ist das eher langweilig. Deswegen vielen Dank für diesen freiwilligen Einsatz. Wo kann man sich diesen Vortrag runterladen? Ich vergesse das immer. Sicher? Im Internet. Im Internet kann man den Vortrag runterladen. Raumzeitlabor.com.org.de. Ja, soweit alles klar, alles cool. Ich habe hier die Handzettel. Das ist ein bisschen mehr geworden, als ich gedacht habe. Ihr habt am Ende auch sogar ein bisschen Krickelplatz. Das sind jeweils drei Papiere.
drei Seiten Papier, Blatt, wenn ihr die umreicht. Ihr müsst jetzt nicht jeder eins nehmen, ihr könnt auch weitergeben und so. Was hier bleibt, benutze ich halt beim nächsten Vortrag woanders. So, kommen wir erstmal noch zur Motivation. Was motiviert einen, über die Ideenlehre des Anarchismus zu reden? Das Problem mit der Ideenlehre, oder wenn jemand vorne steht und über Anarchismus redet, dann ist er wie ein Unternehmensberater. Und nach Pispers ist ein Unternehmensberater wie ein Eunuch. Er weiß, wie es geht. Tut's aber nicht. Das hat mich auch in eine verzwickte Lage gebracht, weil dieser Vortrag an sich schon 3 Monate alt ist. Der ist halt noch fähig gewesen. Und mittlerweile betätige ich mich gerne in Aktionen, die halt die Gemeinschaft zusammenbringt, vor Ort Sachen zu machen. Und jetzt hier zu stehen und mich nochmal mit den Klassikern zu beschäftigen, hat mir ein bisschen Kraft gekostet, weil zum Beispiel ein Proudhon, den ich am Anfang sehr gut fand, den finde ich jetzt nicht so gut, nicht mehr. Aber der Anarchismus oder der Anarchist sollte, wenn möglich, die alten Klassiker immer und immer wieder aufkochen und gucken, was er da rausnehmen kann, was er nicht rausnehmen kann. Im Gegensatz zum Marxismus darf man mit den Klassikern des Anarchismus auch durchaus im Clinch liegen. Marxismus gibt es nicht ohne Marx. Anarchismus gibt es auch ohne Proudhon und Rocker und die ganzen Stirner und so weiter und so fort. Die Frage ist auch, wenn es eine Gesellschaftsform gibt, die Anarchie heißt, und wenn es Leute gibt, die sich mit dem Anarchismus, mit der Ideenlehre beschäftigen, wie wissenschaftlich arbeiten die? Und da habe ich festgestellt, es gibt aktuell in der Jetztzeit Anarchisten, die gleichzeitig auch wissenschaftlich tätig sind, an Universitäten und so weiter und so fort. Die wissen also zumindest, wie man wissenschaftlich arbeitet. Und das machen die meistens auf alten Quellen, die schon im Internet sind oder generell vorliegen, weil Anarchie-Idee in Europa mittlerweile 160 Jahre alt ist, plus minus. Nagelt mich nicht drauf fest, ich bin nicht Jesus. Paradigmen und Paradigmenwandel ist natürlich auch etwas, was immer nicht Anarchismus zu finden ist, weil sobald jemand sagt, so ja, okay, das ist so meine Idee, bist dafür, bist dagegen oder machen wir zusammen, da kommt jemand anders und sagt, nee, ich habe was Besseres oder ich bin dafür oder lass uns noch eine dritte Sache machen. Das heißt, es gibt durchaus ein paar Paradigmenwandel in den 160 Jahren, den möchte ich euch hier auch vorstellen. Kommen wir jetzt zur Wiederholung. Das letzte Mal sind wir mit einem fulminanten Finale geendet. Mal gucken, ob ich das hier als Zeigenstock benutzen kann. Sicher ist doch okay, oder? Weil ich hier... Das ist okay, ja. Ich hätte ja auch lieber einen Laserpointer, ne? Haben wir auch da. Nee, der ist wieder kaputt. Also die Gesellschaft von Anarchie hat folgende Eigenschaften. Darüber ist sich die Wissenschaft des Anarchismus im 21. Jahrhundert einig. Sehr cool. Wunderbarer Wurf. Man kann ja nur so gut fangen, wie man geworfen hat. Ich will nicht durch die Wand rennen. Oh. Oh. Die Gesellschaftsform Anarchie, das ist jetzt Stand im 20. Jahrhundert, hat gewisse Eigenschaften, die ich euch kurz mal vorlese. Es gibt keine unterdrückende Autorität. Es darf Autorität geben, sie darf halt nur nicht unterdrücken. Der Unterschied ist die Repräsentativität des Moduses. Scheiße, ich habe gerade einen wichtigen Anruf. Können wir stoppen? Nein. Es unterschneidet. Okay, ich muss vielleicht gleich mal weg. Das ist eine sehr intime und persönliche Sache hier. Also Autorität ist okay. Es darf jemand den Projekthut aufhaben, aber es muss immer so sein, dass man den Projekthut auch wieder wegnimmt. Wenn jemand zum Beispiel ist und sagt, nee, das ist mein, das ist mein kleiner Schnäuzer, den darfst du nicht haben, dann sind wir ja relativ schnell in Diktaturen angelangt. Dann die Tatsache, dass Menschen in freier Assoziation miteinander zusammenkommen, aber auch gleich wieder weggehen können, ist eine Eigenschaft. Hierarchielosigkeit oder Freiheit von Hierarchie im repressiven Modus, Zwang, gezwungen werden, etwas zu machen und Gewalt, ist man sich einig, gehört eigentlich nicht zur Anarchie an sich. Es gibt Anarchisten, die sehen das anders, die würden einen letzten großen Krieg oder ein letztes großes Struggle in Kauf nehmen dafür, dass danach keine Gewalt mehr herrscht. Aber es ist immer schwierig, wenn man einmal anfängt, ob man dann damit auch wirklich aufhört. Ich meine jetzt Gewalt anzuwenden. So, man ist sich einig, dass in Anarchie jemand Verantwortung über seine eigenen Lebensumstände hat oder in Kooperation mit jemand anderem. Ja, zum Beispiel meine Lebensabschnittspartnerin, Ehefrau, wie auch immer man sie nennen möchte. Wenn wir uns dann einig sind, dass wir halt für die nächsten 5 Jahre ein gewisses Verhalten an den Tag legen wollen, dann
hat man gerade in Kooperation mit jemand anderem seine eigenen Lebensumstände klar gemacht. Sparen für ein Häuschen, Urlaub oder was auch immer. Dazu dann kommt noch keine lenkende Zentralgewalt. Das unterscheidet uns jetzt zum Beispiel die Anarchie jetzt von der Bundesrepublik Deutschland. Da haben wir eine lenkende Zentralgewalt und das ist der Staat. Dort wird halt entschieden, was wir zu machen haben. Es gibt auch keine herkömmliche Verwaltung in der Anarchie. Herkömmliche Verwaltung ist im Sinne von die Person wird verwaltet und hat keine Möglichkeiten, direkt einzugreifen. Es gibt keinen kurzen Dienstweg, es gibt keine Möglichkeit, diesen, ich sag mal, Paragraphendschungel irgendwie gering zu halten. Der Papiertiger ist immer größer als einer. Das ist zum Beispiel etwas, wenn wir über Bürokratie uns beschweren, was der Fall ist. Dann haben wir Bestrafung nur nach Verletzung vorher vereinbarter Regeln, was bedeutet, das Grundgesetz mit all seinen Artikeln haben wir hier, die wir am Tisch sitzen, ja nicht darüber abgestimmt, ob wir die wollen oder nicht, wie wir die interpretieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind schon in ein Regelwerk reingeboren worden und das zu ändern ist relativ schwierig. Das hat Vor- und Nachteile natürlich, ist aber eine Eigenschaft von Nicht-Anarchie, wenn man bestraft wird nach Gesetzen, wo man vorher nicht gefragt wurde, ob das okay ist, so zu leben oder nicht. Die maximale Bestrafung in der Anarchie ist der Ausschluss aus einer kommunalen Gemeinschaft. Und Anarchie funktioniert angeblich meistens nur so in kommunalen Gemeinschaften. Ne? Also man kennt sich, man sieht sich oder über zwei, drei Ecken, aber nicht weltumspannend. Man reist jetzt nicht als Präsident, um einen anderen Präsidenten kennenzulernen oder sowas, sondern man ist halt so ungefähr 10.000, ein bisschen mehr, und dann kriegt man die Sachen halt noch vor Ort, lokal, die Probleme gewuppt zusammen. Aus dieser Gemeinschaft wird man ausgeschlossen werden. Im ersten Modul hatte ich zum Beispiel die Zen, ein Naturvolk, als Beispiel genannt. Die Gesellschaft regelt sich selbst. Damit ist jetzt nicht repräsentative Demokratie gemeint oder parlamentarische Demokratie, wie sie halt in der, hier bei uns jetzt stattfindet, sondern mehr über Räte, Treffen. Ist alles halt auch sehr klein gehalten. Im ersten Modul habe ich auch die Frage gestellt, ob Anarchie im großen Rahmen funktioniert. Die Frage habe ich jetzt selber für mich persönlich noch nicht beantworten können, ist aber immer noch Gegenstand meiner bescheidenen kleinen Forschung. So, das hatten wir also beim letzten Mal Ausballsuchern. Und jetzt, gibt es halt immer noch Irrung und Wirrung von den besten Seiten. Also ich stolpere immer darüber und ich beiß mir in die Zunge und sage, nein, was Sie meinen, ist was ganz anderes. Zum Beispiel, wenn ich besuche eine Vorlesung, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und der Professor hat auch Anarchie im falschen Sinne benutzt, also in einer Art von Unordnung. Ja, Anarchie hat in sich eine Ordnung. Es gibt ja ein paar Autoritäten, Projekthüte und Einverständnis. Aber totale Unordnung, Sicherheitsangst und so weiter und so fort. Das ist Anarchie nicht. Und jetzt haben wir hier diesen Link, dpde. So, das ist der Anruf. Wir müssen einen Schnitt machen. Vielleicht magst du den Link vorlesen. Das sind drei Punkte, bitte diskutieren. Hallo? Geh vor. Ich habe nicht ins Bild. Nein! Warte, wir drehen die Kamera. Anarchie, Anarchismus. Griechisch, Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit. 1. Politische Ordnungsvorstellung bzw. Utopie, die eine Herrschaft von Menschen über Menschen ablehnt und eine Gesellschaft ohne Autoritäten, staatliche Gewalt, Normen und Gesetze anstrebt. 2. Abwertende Bezeichnung für politische oder gesellschaftliche Ordnung, die gegen Gesetze und übliche Moralvorstellungen verstoßen. 3. Sammelbegriff, der zahlreiche unterschiedliche sozialphilosophisch-politische Ideen und Bewegungen zusammenfasst, die jegliche Form staatlicher, kirchlicher etc. Autorität ablehnen und die uneingeschränkte Freiheit des Individuums in einer solidarischen Gesellschaft propagieren. Ja, das ist irgendwie die Funkkondition abgebrochen. Vielen Dank, Fries, fürs Vortragen. Tja, ist ein bisschen blöd jetzt mit einem Ei im heißen Wasser und dem anderen Ei im Raumzeitlabor. Der erste Punkt ist das Problem bei dem Ding. Also wir reden hier von BPB, Bundesamt Politische Bildung, und die haben offensichtlich das mit Anarchie nicht ganz richtig verstanden. Jetzt gibt es natürlich auch auf eine Verschwörungstheorie, das sind immer die Ersten, und sagen, ja klar, weil der oppressive Staat, der will nicht, dass halt Menschen freiheitlich denken. Und das ist ganz klar, sobald ein Deutscher wieder anfängt, für sich selber zu denken, kommt der Dritte Weltkrieg oder irgendein Krieg oder irgendein Genozid und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt erstmal zu den Klassikern. Das ist übrigens ein Franzose.
der Pierre-Joseph Proudhon. Und der hat, der ist sehr groß geworden, der ist jetzt im, wir reden von 1865. Der hat ein Buch rausgebracht, das heißt Qu'est-ce que c'est la propriété? Was ist das Eigentum? Er wird häufig als Klassiker benutzt, weil er halt diese Frage stellt. Wir reden um Industrialisierung und es gibt jetzt eine Arbeiterklasse und die arbeitet halt, sie geht irgendwo hin in eine Produktionsstätte und investiert da sehr viel Zeit drin und am Ende bekommt sie einen Lohn, aber hat nichts von dem Gegenstand, den es gerade angearbeitet hat. Und da ist halt Proudhon hergekommen und hat gefragt, was ist denn jetzt hier eigentlich Eigentum? Was ist das Eigentum, wenn jemand zwei Häuser hat, nur in einem wohnt und im anderen für Miete bekommt? Braucht aber nicht wohnen. Der andere wohnt in dem ganzen Haus, sieht zu, dass irgendwie die Fenster dicht bleiben und schön sauber und macht halt also die Wartung und Instandhaltung, zahlt aber Miete. Ist das als Gegenwert okay? Oder wird der, oder ist es zu viel oder ist das zu wenig? Oder ganz klassisch die Landwirtschaft. Wenn die Bauern früher quasi in Lehnsherrschaft oder in Lehnsbeziehungen waren und quasi die Schulden, die sie beim feudalen Herrn hatten, abarbeiten mussten. Ist das normal? Ist das gerechtfertigt? Kann jemand von Gottes Gnaden einen anderen gehören, dass er das abarbeiten muss? Proudhon ist der Meinung, nein, ist es nicht. Da ist ein Unterschied im Machtverhältnis und das wird ausgebeutet. Er bringt also die Situation Industrialisierung, Arbeiterklasse und Unternehmerklasse sehr hart auf den Punkt. Und das endet in seinem Satz, Eigentum ist Diebstahl. Fragen zu dem Satz, Eigentum ist Diebstahl? So. Also es ist ein sehr beliebter Satz. Findet man im Internet viel zu. Und in gewissen Kreisen wird es auch häufig gesagt. Und also ja, stimmt, ja, ist richtig. Proudhon möchte dann halt mehr so eine Gemeinschaft haben, eine Produktionskette, wo Leute, die halt daran arbeiten, auch ein Stück von dem, was sie produzieren, gehört denen auch selber. Die können auch mehr darüber bestimmen, was sie produzieren wollen. Würden halt zumindest mehr Lohn kriegen, weil sie nach ihrer Meinung gefragt werden. Gesellschaften, die nach Proudhon wirtschaften würden auch sich eher fragen, okay, was brauchen wir jetzt hier vor Ort? Ist es eine Hacke, um das Feld zu bestellen, oder ist es ein iPhone mit einer kleinen Hacke-App drauf, wo man so machen kann? Er stellt sich daraus vor, dass man halt lokal die Güter produziert, die man lokal auch braucht. Eine Kritik an der Globalisierung ist ja, dass man lokal Güter produziert, die auf der anderen Seite der Welt gebraucht werden. Zum Beispiel, ich nehme mal ein paar Beispiele. Kleidung, Schrimps, die gefangen werden, tiefgefroren, nach Afrika gebracht werden, dort werden sie gepoolt, weil das maschinell nicht gemacht werden kann und die Arbeit dort sehr günstig ist, dann kommen die hier hoch. Das ist so ein Kritikpunkt von Proudhon, der gerne möchte, dass die Produktion vor Ort auch die Nachfrage vor Ort stillt, wenn möglich. Und was nicht möglich ist, dass man halt versucht, mit den Nachbarn und so weiter und so fort auszugleichen, aber dass man mit dem, was man braucht und verbraucht und produziert, in nahen Verhältnissen. Ja, ich zum Beispiel habe keine Ahnung, wie dieser Pulli entstanden ist. Wobei, okay, der ist jetzt selbst genäht. Diese Mütze. Ja. Steht wahrscheinlich mehr den Taiwan drauf. Und die sieht ganz Vietnam sogar. Und die habe ich nicht mehr seit ewig, aber sie ist schon wieder ganz dreckig und so. Nee. Kommen wir zum nächsten. Also das ist jemand, der die Gemeinschaft zusammentragen will. Und der in Proudhon sagt auch ganz klar, das zeigt den Widerspruch auch. Die Freiheit des Einzelnen, dass sich der Einzelne frei bewegen kann und Sachen machen kann, wie er möchte, hängt immer davon ab, dass die Gesellschaft sich solidarisch zu ihm zeigt. Und das ist ein Zielkonflikt. Also entweder einer tickt total aus und macht nur, was er will und schadet damit der Gesellschaft, oder die Gesellschaft schreibt einem vor, was er machen soll, schadet damit dem Individuum. Und das ist ein Zielkonflikt, den Proudhon selber in all seinen Arbeiten nie wirklich lösen konnte. Aber vielleicht ist es auch ein menschlicher Konflikt. Dann kommen wir zu jemandem, der sich für die Seite entschieden hat, Individualismus. Das ist der Max Stirner. Soviel ich weiß, ist ein deutscher Autor. Wir reden jetzt hier von 1806. Der war wohl kurz in England. Sein Vater war Engländer, ist dann gestorben, dann kam er wieder zurück. Und dieses Bild, so wie es da ist, das zeigt schon ein ziemlich markantes Profil mit dieser bohrenden Brille. Und von dem, was man so liest, war ja schon ein Egoist. In dem Sinne,
Er hat argumentiert, dass das Individuum am besten weiß, was es benötigt. Das Individuum weiß am besten, wie es dahin kommt. Und nichts, aber auch gar nichts, kann und sollte das Individuum daran stören, sich selber zu entfalten. Nichts. Das Individuum braucht keinen Gott, es sei denn, es ist selber als Gott. Das Individuum braucht keine Regeln, keine Gesetze, weil die Regeln und Gesetze das Potenzial vor Ort des Individuums immer niedrig halten. Max Stirner ist deswegen interessant, weil, obwohl die Anarchisten meistens auf die Solidarität der Gemeinschaft und so weiter und so fort aufbauen, sagt Max Stirner ganz klar Bullshit. Ja, ich bin das Maß aller Dinge und ich weiß, wo es lang geht. Das ist später für marktfreie Marktradikalisten und so weiter sehr wichtig. Es wird sich auch mit der Zeit, werden Leute sich immer auf Max Stirner berufen oder auf Proudhon und dann weiß man schon ungefähr, in welche, grob welche Richtung die so gehen. Ja, kommen wir zu dem Russen Michail Alexandrowitsch Bakunin. Ja. War ganz interessant, ist eigentlich Offizier gewesen in Russland, kommt aus dem Adelshaus und war Berufsrevoluzzer. Der ist viel rumgekommen, ist ein paar Mal vor der Haft geflohen. Den finde ich sehr, sehr ermutigend von seinen Schriften, weil, ich suche jetzt hier noch ein kleines Zitat raus. Achso, der hat sich auch mit Marx über Kreuz gekriegt. Mann, tut mir leid, ich habe jetzt hier keine Marke reingetan. So, ich habe jetzt hier ein Zitat, das möchte ich euch kurz vorlesen. Es geht hier eigentlich um die Prinzipien seiner neuen Gesellschaft. Die alten Anarchisten oder auch generell die Geisteswissenschaftler oder Gelehrten dieser Zeit haben immer versucht, ein Erklärungsmodell für alles auf einmal rauszudrücken. Was sehr schwierig ist, um alles unter einem Erklärungsmodell zu kriegen. Und er schreibt, seien wir Sozialisten, aber werden wir nie Herdenvölker. Suchen wir die Gerechtigkeit, die ganze politische, ökonomische und soziale Gerechtigkeit nur auf dem Wege der Freiheit. Es kann nichts Lebendiges und Menschliches außerhalb der Freiheit geben und ein Sozialismus, der sie aus seiner Mitte verstößt oder der sie nicht als das einzige schöpferische Prinzip und als Grundlage akzeptiert, würde uns ganz direkt zu Sklaverei und Bestialität zurückführen. Das Dilemma, das Proudhon nicht lösen kann, Freiheit des Individuums, Solidarität der Gesellschaft oder Gemeinschaft, versucht Bakunin mit seinen Freiheitsidealen irgendwie zu erklären. Da gibt es auch ein paar Probleme, weil meistens tut sich jemand charismatisch oder durch seine Fähigkeiten oder durch Autorität hervor und gibt dann die Richtung vor. Und in diesem Moment verliert der Anarchist dann quasi die anarchistische Freiheit, weil alle anderen ihm dann einfach nur die Schafe folgen. Und das will man eigentlich nicht. Aber zudem hatte ich auch im ersten Modul viel gesagt. Den Kropotkin können wir auch gerade mal überspringen. Gustav Landauer hatte ich beim letzten Mal nicht dabei. Möchte ich kurz nochmal auch wieder vorlesen. Das kleine Buch hier in der dritten Auflage von theorie.org mag ich gerne empfehlen. Das ist für den Einstieg und für kleine Vorträge bestens geeignet. Der Landauer ist hier auch wieder ein deutschsprachiger. Ich habe halt mit deutschsprachigen angefangen, weil ich mir die Texte dann schneller reinpfeifen kann im Original. Ich bin auch halb Franzose, aber das alte Französisch, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Landauer ist auch wieder jemand, die haben auch alle Bart und so weiter und so fort. Ne? Ihr merkt das schon, dann sehen so ein bisschen wild aus. Aber es waren halt die Zeiten damals. Ne? Im ersten Modul hatte ich noch ein paar alte Griechen gezeigt. Das waren alles Steinköpfe, weiße Steinköpfe. Das war halt deren Zeit. Das heißt jetzt nicht nur, weil jemand Bart hat und komisch aussieht, dass er auch direkt Anarchist ist. Der Landauer hat sich gedacht, okay, wir müssen ja uns irgendwie über Gesetze zusammenkommen. Ja, da hätten wir schon zum Beispiel ein paar. Ja, wir müssen irgendwie zusammenkommen und schreibt die Artikel auf des Sozialistischen Bundes. Und da möchte ich die ersten 6 kurz vorlesen. Also die habe ich jetzt hier nochmal markiert. Artikel 1. Die Grundform der sozialistischen Kultur ist der Bund der selbstständig wirtschaftend untereinander in Gerechtigkeit tauschenden Wirtschaftsgemeinden. Artikel 2. Dieser sozialistische Bund tritt auf den Wegen, die Geschichte anweist, an die Stelle der Staaten und der kapitalistischen Wirtschaft. Jetzt überspringe ich Artikel 3 und komme zu Artikel 4. Der Sozialistische Bund erklärt das Ziel seiner Bestrebung, die Anarchie im ursprünglichen Sinne. Ordnung durch Bünde der Freiwilligkeit.
Artikel 6. Die eigentliche Wirksamkeit des Sozialistischen Bundes kann erst beginnen, wenn sich große Massenteile angeschlossen haben. Bis dahin ist seine Aufgabe Propaganda und Sammlung. Also Landauer beschäftigt dann schon mehr mit der Bewegung, wie man das lösen kann, auch dieses den Freiheitskonflikt, den ich vorher kurz angesprochen habe, und er möchte das kulturell lösen. Ja? Man kommt halt zusammen, man löst die kapitalistischen Strukturen ab. Kapitalismus kann nach Landauer und nach vielen Anarchisten nicht menschenwürdig sein, weil der Effizienzgedanke über Menschen steht. Deswegen sollte man den abschaffen. Und man kommt halt zusammen und redet. Ja, da sind Anarchisten, also bei diesen Treffen sind sie sehr groß drin, zu reden. Und dann streiten sie sich und dann machen sie noch einen Flügel auf. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Richtungen zu. Also Gustav Landauer möchte den kulturellen Anarchismus. So. Bedeutung der Klassiker für den Anarchismus. Ist eigentlich auch ganz einfach. That's just like your opinion, man. Wie ich vorhin einleitend gesagt habe, kann der Anarchismus auch ohne seine Klassiker leben. Es ist manchmal sinnvoll, Klassiker zu kennen, damit man so ein bisschen die Historie kennt, Gedankengänge neu einsortiert, dass man nicht einfach nur Ideen von früher übernimmt. Da ist auch eine hohe Interpretations, also der Anarchist soll sehr viel interpretieren. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Stelle gefunden, die das zusammenfasst. Zum Problem der Klassiker. Die oft widersprüchlichen Theorien der anarchistischen Klassiker, also jetzt hier stellvertretend Max Stirner mit dem Individualismus und Proudhon mit dem gesellschaftlichen, mit der gesellschaftlichen Solidarität, gar nicht mal auch der Landauer, vor allem der Landauer. Proudhon ist ja mehr so, was ist Eigentum? Die oft widersprüchlichen Theorien der anarchistischen Klassiker sind die Quellen der Anarchismen. Es ist das Potenzial, aus dem sich der immer wieder totgesagte Anarchismus erneuert. Er erneuert sich hauptsächlich deshalb, weil er die Theorien der Klassiker eben nicht verabsolutiert, sondern aus ihnen das filtriert, was noch aktuell, zeitgerecht und zukunftsbildend ist. Und das, was der Zeit nicht mehr standhält, ist Geschichte. Ihr kennt vielleicht von gewissen Gesellschaften den Spruch, Tradition ist nicht die Asche weitergeben, sondern das Feuer erhalten. Oder das haben wir bis jetzt immer so gemacht und das wird nicht geändert. Das sind alles so Sprüche, die unter einem Mantel, die quasi sich bemanteln, um gewisse Sachen in die Zukunft rein zu transportieren, ohne dass man sie in der Gegenwart nochmal hart durchleuchtet. Ja? Ich persönlich bin der Meinung, dass Traditionen nur rückwirkend erkannt werden können. Man kann nicht einfach sagen so, das hat jetzt in den letzten 200 Jahren funktioniert, jetzt haben wir das Internet, scheiß drauf, Content Mafia rules the Internet. Kann man eigentlich nicht machen, wenn da was Neues. Da gibt es auch für viele andere Aspekte, die in den Richtungen des Anarchismus kommen, noch ein paar Punkte. Es besteht also nicht nur völlige Interpretationsfreiheit, sondern geradezu ein Zwang zur Überwindung der Klassiker, um ihre Wurzeln freizulegen, um diese für jeweils aktuelle Diskussionen zu instrumentalisieren. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich mich nochmal mit den Klassikern beschäftigen musste. Nur mal zu gucken, wie ich mich weiterentwickelt habe relativ zu den Klassikern und wie der Anarchismus sich weiterentwickelt. Und deswegen auch die entspannte Haltung. Wenn Kropotkin hat das und das gesagt, aber Eigentum ist Diebstahl und so weiter und so fort. Damals ist ein Kapitalismus kritisiert worden, den wir heute gar nicht mehr haben. Ne? Damals sind aus einer Welt Ideen entstanden, die wir heute nicht mehr haben. Aber das, was neu damals war für eine neue Idee, wir könnten hier in der Gegenwart auch eine Neuheit haben, die zu einer anderen Idee führt. Deswegen ist diese Auseinandersetzung mit den alten Lehrern immer sehr gut. Dass man Sachen hinterfragt, stört zum Beispiel aktuell sehr viele etablierte Strukturen. Ja, nehmen wir religiöse Gruppen, nehmen wir politische Gruppen, die seit Ewigkeiten dasselbe Wahlprogramm haben und so weiter und so fort. Ich persönlich, das ist meine ganz kleine persönliche Meinung, vermute, dass Leute einfach Angst haben vor Veränderung. Ja, nicht jede Veränderung muss sein, nicht jede ist nötig, aber es sollte immer möglich sein, dass man über solche Sachen zumindest spricht, ohne direkt in eine Schublade gesteckt zu werden. So. Ich hatte also da meine Klassiker durch und ich denke an nichts Böses, während ich das Internet surfe. Ist ja nichts Böses im Internet. Und bam, komme ich hier auf die Bibliothek der Freien.
Die Freien waren in Berlin ein paar Leute. Wir reden hier wieder, weiß ich, 1917. Die halt über Anarchie diskutiert haben. Und die hatten eine kleine Bibliothek aufgebaut. Und dann kamen halt irgendwie zwei Weltkriege dazwischen und so weiter und so fort. Aber in unserem, wie heißt denn diese Bibliothek? Ich weiß nicht, was die Nationalbibliothek ist. Da gibt es jedenfalls jetzt diese Spezialbibliothek, die seit 1996 die Aufgabe hat, anarchistische, freiheitliche und sozialistische und syndikalistische Literatur wirklich zu verfassen und aufzubauen. Diese Bibliothek ist riesig. Also und sie ist gut durchsucht. Also getaggt, Schlagworte und so weiter und so fort. Und war dann für alles weitere, was ich wissen wollte, einfach die beste Quelle überhaupt. Also sie schlägt im ersten Modul, habe ich gesagt, das Portal von Anarchismus in Wikipedia, in der deutschsprachigen, ist nicht schlecht. Und Anarchopedia ist, wenn man die ganzen Rechtschreibfehler und so weiter und so fort ignoriert und Tippfehler, ist auch nicht schlecht. Aber das Ding ist quasi für wissenschaftliches Arbeiten top. Also ich sage deswegen wissenschaftliches Arbeiten, weil es Originalquellen sind, weil die gut verschlagwortet sind, weil man die zitieren kann, offensichtlich, und weil man die vor allem wieder findet. Ja, so ein Wikipedia-Artikel, den ich im ersten Modul benutzt habe, der hat sich mittlerweile so häufig verändert, ich habe den gar nicht erkannt. Und was mich freut, ist, dass es so eine Bibliothek gibt. Also so schlimm kann das System nicht sein, solange es so eine Bibliothek gibt. Das heißt es also für mich persönlich, die Möglichkeiten in dieser Bibliothek zu nutzen. So, das ist ein Überblick der verschiedenen Richtungen im Anarchismus. Ja. Und jeder dieser Richtungen hatte jemanden, der den Gedanken zuerst gedacht hat. Und dann ist es echt anstrengend, euch von jedem dieser Leute jemanden aufzuzeigen. Ich werde diese Adjektive mal kurz erläutern. Ihr habt sie auf dem Handout-Zettel. Wenn ihr etwas mögt, macht einen Strich oder so weiter und so fort. Ihr könnt die auch sortieren. Das ist nicht immer wieder eine ganz neue Idee. Die ist immer ein bisschen ja, aber. Und wo habe ich den Riesenhaufen? Genau, Richtung. Ich glaube, man kann sehr gut auf seinen eigenen, man könnte schon fast einen Psychotest machen. Ne? Zum Beispiel, was ist los mit National- und Infoanarchismus? Was ist Existenzialismus und Registisch, kommunistisch, feministisch und so? Es gibt wirklich für jede menschliche Eigenschaft gibt es eine eigene Anarchie, in der man sich wohlfühlen kann oder nicht. Und dann, weil man sich da wohlfühlt, sagt es auch sehr viel über einen selber aus. Ich werde mal ein bisschen Seelenstriptease betreiben und sagen, wie ich persönlich dazu stehe. Das ist keine Empfehlung. Ganz im Gegenteil, wenn ihr nachher damit mit mir darüber argumentieren möchtet, seid ihr mir als eingeladen und ich bin mir sicher, gibt mir 2, 3, 4, 5 Monate, dann habe ich mich da auch wieder durchbewegt und bin woanders. Fangen wir an. Mutualist, ist halt von Proudhon ein bisschen entwickelt worden und die hatten damals, kommt von einer Weber, Seidenweber in Lyon, wir sind auch in Frankreich, 1831, die haben ein bisschen Aufstände gemacht und die hatten richtig kernige Sprüche. Und diese kernigen Sprüche hat wunderbar funktioniert, die Idee fortzupflanzen. Man braucht ja mindestens höchstens 140 Zeichen und gib ihm. Und der Satz, durch Arbeit leben oder im Kampf sterben, hat weniger als 140 Zeichen und lässt sich deswegen auch sehr gut weiterbringen. Proudhon, der da groß drinne steckt, gedanklich und geistig, hat halt gesagt, okay, wir brauchen keine staatliche zentrale Lenkung, sondern wir, die hier produzieren, sollten uns selber lenken, weil wir wissen einfach, wenn ein Nagel runterfällt und ein Hammer, heben wir den auf und kein Staat sagt uns, dass wir es machen sollen. Es gibt also einen grundmenschlichen Menschenverstand vor Ort, den müssten wir eigentlich ganz ausschöpfen. Mutualismus redet auch, ich glaube, das ist Latein, genau, gegenseitig, mutuus, haben wir Lateiner hier? Mutuus? Mutuus, gegenseitig, wechselseitig. Später auch diese Idee vom Mutualismus ist sehr lange aufrecht geblieben und wir sind nur 60 Jahre entfernt von der Französischen Revolution, wo es sich dann reingerettet hat. Das heißt, der französischen, wie ist denn der französische Spruch? Liberté, Égalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist sehr nah hier verwandt. Ja? So, kommen wir ein bisschen Clash, müsste der Individualismus sein, da haben wir Max Stirner. Ein Max Stirner, ein individualistischer Anarchist, lehnt jede Über- oder Unterordnung von irgendwelchen institutionalisierten Formen ab. Er ist gegen alle Arten von Zöllen, Steuern, er ist gegen den Staat, er ist gegen Gott und alles. Der macht erstmal alles kaputt und wenn er das Gefühl hat, er hat genug Platz, dann macht er halt sein Ding.
Ja. Und wenn jemand dabei kommt und sagt, hier, ich möchte gerne helfen, und sagt, aber ich habe hier, vielleicht willst du hier eine Straße machen, pff, dann kriegt er einen Schlag. Der Max Stirner war sehr, ich sag mal radikal, zurück zur Wurzel. Ja, radikal im Sinne von Wurzel und nicht Extremismus. Also unser Innenminister kann ja auch den Unterschied nicht zwischen Extremen und Radikalen. Also Radikale gehen zu einer Wurzel, das mag die Wurzel der Gewalt sein, okay, dann sind sie halt vielleicht gewalttätig, aber eigentlich heißt es zurück zum Ursprung. Radix. Interessanterweise, das hätte ich jetzt nicht persönlich nicht gedacht, der individualistische Anarchismus lehnt die Gewaltanwendung ab und setzt auf Aufklärung der Bevölkerung, hält also eine Revolution nicht unbedingt für zielführend. Seine Anhänger hielten im 19. und 20. Jahrhundert die Steuerverweigerung für ein geeignetes Kampfmittel. Es gibt später noch jemanden, der heißt Thoreau, der ein Buch geschrieben hat über zivilen Ungehorsam. Der bezieht sich auch zurück auf Max Stirner. Also in dem ganzen Streben nach Freiheit ist jetzt nicht das Messer in der Brust des Feindes das Zielführende, sondern Aufklärung. Ja, also, guck mal, das ist mein Standpunkt. Ich kann auch wunderbar ohne Steuern zahlen leben. Was hältst du denn davon? So, wenn jetzt alle ohne keine Steuern zahlen wollten, dann müsste man natürlich zusehen, wie man alles Wunderbare, was wir hier haben, öffentliche Sicherheit, genau, was haben die Römer uns jemals gebracht? Öffentliche Sicherheit, Kanalisation, Wein und so weiter und so fort, Bildungssysteme, wie man darüber kommt. Aber vielleicht, sagt Max Stirner oder sagt der List, vielleicht ist das darüber reden und dann nochmal auf den Boden auf zusammenstellen viel besser als einfach nur annehmen, ja, ist halt so und dann machen wir es halt so weiter, es war in der Vergangenheit nicht so schwierig. Aber hier, selbst ein Individualist, der Wahrheit über alles stellt, ist Pazifist eigentlich. Und vielleicht hat er es gesehen, pazifistischen Anarchismus, den gibt es natürlich auch. Kommen wir zum nächsten, das ist der Kollektivist. Also ich habe immer versucht, die Bilder, wenn ich ansprechende Bilder gefunden habe, sie im Hintergrund zu tun. Aber nicht jeder Flügel im Anarchismus hat sich auch gleich ein eigenes Bild gemacht. Schade eigentlich. Und das ist der Anarcha-Kollektivismus, auf dem wir jetzt hier sind. Michael Bakunin hat ihn geprägt. Und was der eigentlich möchte, ist, das ist das Zitat schon, also dies ist im, er möchte die Gehälter abschaffen, er möchte, dass Leute in ein Warenhaus hineingehen und nach ihren Bedürfnissen sich bedienen. Er sieht das also als aufgeklärten individualistischen Anarchismus zum einen, dass man sich nimmt, was man braucht, aber nicht mehr, wie zum Beispiel der Bär die Forellen aus dem Bach fegt, aber wenn er satt ist, dann ist er halt satt. Und das hat für mich persönlich, also aus meiner empirischen Erfahrung, ein Problem, weil ich zum Beispiel auch mehr nehme, als mir eigentlich manchmal zusteht. So. Aber das macht ja jeder und deswegen ist es okay und dann kommt man direkt ins moralische Falle rein. Aber Bakunin ist der Meinung, das könnte funktionieren. Mit welchem Mittel? Mit dem Mittel der Aufklärung. So Kollektivismus. Kollektivismus ist für Bakunin, gucken, genau. Bakunin mit seinem Kollektivismus steht interessanterweise gegen Kommunismus. Der Unterschied hier ist, dass im Kommunismus, jetzt nagel ich mich nicht fest, ich bin nicht Lenin, gibt es eine Staatsgewalt, die sich darum kümmert, wie viel jeder kriegt. Ja, die entscheidet, welche Bedürfnisse man hat. Und man kann mit der Staatsgewalt reden und alles ist schön und gut. Bakunin oder der Kollektiviste, der Anarchokommunismus quasi sagt, okay, diese Staatsgewalt brauchen wir nicht. Der Mensch kann sich selber kontrollieren. Er ist kein Tier, er ist kein gieriger Mensch oder sowas. Man kann, wenn man sieht, dass auch andere Bedürfnisse haben, kommt man in der Kollektive klar. Das ist ein hehres Ziel. Kommen wir zum nächsten Flügel. Kann man Christ sein und auch gleichzeitig Anarchist? Es gibt in der Tat in der Bibel, die Stelle habe ich jetzt nicht dabei, da wird beschrieben, es muss relativ spät sein, Paulusbriefe oder sowas. Da wird halt beschrieben, dass also die christliche Gemeinschaft ist und die haben alles zusammen in einen großen Topf reingeschmissen. Ja, und die teilen alles fair. Die reden über alles und wenn Not ist am Mann ist, dann helfen sie es gegenseitig. Und wenn jemand mehr hat, dann wird es zusammen auf Seite gelegt. Ja? Und es gibt auch das Gebot der christlichen Nächstenliebe und so weiter und so fort, das durchaus in anarchistische Ideen wie eine Gemeinschaft, eine Kollektive oder sowas, wunderbar passen. Aber heißt das jetzt, dass alle Christen noch Anarchisten sind? Wenn wir jetzt Franziskus fragen, würde er sagen, nein, wir sind alle Lämmer oder so. Man muss sich persönlich entscheiden, irgendwann, wenn man in seiner Anarchogruppe einen Christen hat, der sagt, ja,
Nächstenliebe, Jesus und so weiter und so fort. Ich bin gut, weil ne, nur durch Jesus, man kann also ein guter Mensch sein, nur durch Jesus, das ist meistens die Argumentation, dann lässt man den halt gewähren. Ne? Man will ja nicht sagen, hier, Jesus ist eine Zahnfee. Damit hört man auf zu glauben, wenn man 5 ist. Oder den letzten Zahnfall hat, dann kriegt man von der Zahnfee auch nichts mehr. Man muss einfach abwarten, was ist, wenn es hart auf hart kommt. Irgendwann muss ja auch ein Christ dann entscheiden, ob er jetzt nach dem Geschriebenen und nach dem Inkrierten in der Bibel oder nach dem, was der Papst sagt, oder seine Gemeinde oder sein Pfarrer oder seine Angst vor der Hölle oder seinen Wunsch in den Himmel zu kommen und das, was die Leute um ihn herum jetzt gerade wirklich brauchen. Und das ist der Knackpunkt dann. Manche sagen, nee, ich kann nicht, weil ich komme in die Hölle. Und weiß man Bescheid, okay, der Typ ist wirklich Christ, er ist kein Anarchist. Weil Anarchisten, wenn sie nicht christliche Anarchisten sind, keine Angst vor der Hölle haben. Ich bitte euch, ne? Das ist Schwachsinn. Diese Ideen haben wir aber, diese Toleranzgedanken haben wir in vielen Religionen. Zum Beispiel, ich hoffe, jetzt kommt der Buddhismus. Yes! Also, zum Beispiel im Buddhismus. Buddhismus hat ja auch eine sehr gechillte Einstellung. Ne? So, was Osho hat zum Beispiel gesagt, was du an deinem Gegenüber nicht magst, das hast du an dir selber. Oder sowas. Ne? Und na okay, da gibt es auch keine Gottheit, aber es gibt entspannte Art und Weisen zu leben, miteinander klarzukommen, meditativ, seine eigenen Bedürfnisse und Bedarfe festzustellen. Und da hat man wirklich versucht, vielleicht Strömungen aus dem Buddhismus mit in den Anarchismus in Einklang zu bringen. Hier möchte ich mal ein kleines Beispiel bringen. Ich weiß nicht, ob wir Chemiker hier haben, aber auf der Periodentabelle der Elemente gibt es Elemente, die regieren mit allem und es gibt halt Elemente, die regieren mit gar nichts. Edelgase, glaube ich, regieren mit gar nichts. Kann mich da jemand korrigieren? Und was ist auf der anderen Seite? Helium oder was auch immer. Das ist einfach total immer reagiert mit irgendwelchem Zeug. Und Anarchismus ist kein Edelgas. Ja? Das ist mehr so etwas, was mit allem reagiert. Irgendwie kann man überall noch... Helium ist ein Edelgas. Bitte? Helium ist ein Edelgas. Dann gib mir mal eins von anderen. Alkalimetalle. Kalimetalle, vielen Dank, Don. Alkali. Alkali. Vielen Dank, Don. Internet, das war der Don. Vielen Dank, Don. Und Anarcho ist mehr ein Alkalimetall, das passt doch besser, fängt beides mit A an. Und man kann also Anarcho vor alles drüber kleben, wenn man irgendwie nur möchte, dass man mit dieser neuen Gedankenwelt eine bestehende Struktur kaputt macht. Ne? Anarchie macht angeblich immer alle Strukturen kaputt und klebt man Anarcho darüber und dann ist klar, okay, jetzt wird angepackt und jetzt überwinden wir irgendwas, ohne drüber zu legen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich habe nachher ein paar Flügel, die total Bullshit sind. Das mit dem Buddhismus muss man auch sehen, wie man will. Buddhismus ist deswegen ganz, ganz interessant, weil es noch ein Zwischenflügel ist zum pazifistischen Anarchisten, weil Buddhismus halt Mitgefühl oder Mitleid lehrt. Ne? So man, ich glaube, der Buddha ist ja auch Prinz gewesen und hat dann irgendwann die Armen kennengelernt und ist dann in Askese gegangen und hat dann ewig hat halt versucht, den Mittelweg zu finden zwischen Mitleid und Unterstützen und selber Askese und so weiter. Meine These ist ja immer noch, dass wenn wir in Anarchie leben würden, dass wir viele Luxusgüter hier nicht hätten. Aber es ist kein Wunder, weil wir in Deutschland an der Spitze stehen, mit der westlichen Welt verglichen zu den ganzen anderen Menschen, die halt woanders sind. Wir sind ja die 1%, global gesehen. Kommen wir zum Black-Anarchismus. Das ist ethnisch von den Schwarzen, die festgestellt haben, okay, Proudhon und die ganzen weißen Europäer, die reden immer über Arbeiter und Ausbeuter. Hier geht es aber auch um, es gibt einen ethnischen Unterschied zwischen uns, es gibt Rassismus und den müssen wir ganz klar und hart ansprechen. Die Black Tigers zum Beispiel sagen das gerne als solche. Dann gibt es auch in den nordamerikanischen Indianervölkern noch Leute, die das halt sehen. Also Anarchismus ist natürlich, meine persönliche Meinung, Anarchismus unterscheidet Menschen nicht nur, ob sie arbeiten oder ob sie Zinsen bekommen, sondern ob sie unterdrückt werden oder ob sie nicht unterdrückt oder unterdrücken. Und da hat es aber wirklich den Black Anarchismus gebraucht, um das allen klar zu machen. Kommen wir zum kommunistischen Anarchismus. Der kommunistische Anarchismus verglichen zu dem kollektivistischen Anarchismus eben. Ich habe ja vorhin gesagt, die von Bakunin, die Kollektive, ist ein Gegenkonzept zum Kommunismus. Jetzt hat jemand aber vor Kommunismus nochmal Anarcho dran getan. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Anarcho-Kommunismus und Kommunismus? Er ist subtil, aber ich persönlich meine, er ist da. Im Kommunismus gibt es eine Zentralgewalt, die einen Jahresplan, Produktionsplan eines Zeitlänge
X aufstellt und die muss dann eingehalten werden. Der Anarchokommunismus, da gibt es auch diese Pläne, aber wer das einstellt, ist nicht eine staatliche Zentralgewalt, sondern das sind halt die Produktionsfirmen, die Gemeinschaften, die Dörfergemeinschaften, die Städte, die darüber reden. Auch ist dieser subtile Unterschied bekannt so? Die Hierarchie ist ein bisschen platter eigentlich, persönlich, meine Meinung nach. Es ist aber so, dass Anarcho-Kommunisten sich ganz herrlich mit Anarcho-Kollektivisten darüber streiten können, also solche kleine Details. Und das finde ich dann auch ein bisschen traurig. So, dann haben wir noch mal den egoistischen Kommunismus, der sich auch wieder auf Marx Stirner beruht. Jetzt hatte ich immer noch zu... Hier gibt's noch ein paar Zitate. Whoever knows how to take, to defend the thing, to him belongs property. So denkt jemand, der egoistisch-anarchistisch ist. Die Frage hier ist wieder Eigentum, so wie Proudhon sie gestellt hat, wem gehört eigentlich das Eigentum? Proudhon hat gesagt, okay, der viel Zeit damit verbracht hat, den Mehrwert dazu beigetragen hat, dem sollte das gehören. Oder hat eine Gemeinschaft. Und der Egoist sagt, wenn ich das Ding haben will und ich kann es bekommen, dann gehört es mir. Das ist auch ein bisschen gewalttätiger, generell. Und das hat mir persönlich ein bisschen wehgetan. Ich meine, ich bin ja auch so eine Pussy, versuche halt immer eher so pazifistisch entlang zu gehen. Aber zu sagen, okay, das ist etwas, was ich will und ich will es und ich benutze dann Gewalt. Auch das ist ein anarchistisches Konzept. Und zwar ein egoistisch-anarchistisches Konzept. Existenzialismus, darf ich euch ganz ehrlich erzählen, stellt, so viel ich verstanden habe, und ich habe nicht viel verstanden davon, ich überspringe es einfach mal, ich will auch kein Bullshit erzählen, ich erzähle so schon genug Bullshit. So, der feministische Anarchist. Das ist eine Form, die sehr häufig vorkommt, vielleicht kennt ihr schon, man hat halt die schwarze Flagge, unten ist halt schwarz für Anarcho, und dann die andere Farbe sagt, ja, Anarcho und noch was. Und das haben wir hier ein Lila, und da steht für Feminismus. Und der Anarcho-Feminismus hat sich auch zur Zeit des klassischen, weiß ich nicht, normalen Feminismus gegründet. Und die haben ganz klar und hart festgestellt, okay, es geht hier nicht darum, dass eine Frau im Arbeitsprozess gleichberechtigt ist und genauso viel Geld kriegt wie der Mann, sondern es geht um alles. Alle Unterdrückung, sexuelle Unterdrückung, Kinder bekommen, klassische Gesellschaftsformen, alles. Alles gleich machen. Aber auch die würden gerne zu dem Punkt kommen, der Gleichberechtigung, und nicht für die letzten, weiß ich nicht, 10.000 Jahre was rausholen wollen. Emma Goldman ist jemand, die da sehr bekannt ist. Auf den Seiten werden zum Beispiel, ich habe das Gefühl, da kommt die unterstützen diesen neuen Sprachstil, dass man halt nicht jemand, sondern eine Person oder sowas benutzt. Und Herrschaft haben die auf ihrer Seite, die ich irgendwo im Literaturverzeichnis habe, immer ganz groß geschrieben, Herr, H-E-R-R. Um halt nur mal dazu sagen, dass wir halt, auch in der Bibel ist ein gewisser Patriarchat vertreten und so. Kann man sich damit beschäftigen, ich nehme an, zur Trollkonf, zu der ich gerne herzlich einladen möchte, Oktober, wann? 26. 27. Oktober gibt es hier im Raumzeitlabor wieder ein Trollkon. Ich nehme an, dass man auch über Trollfeminismus und so weiter und so fort sprechen wird und das ganze Thema wieder aufrollen. Es gibt aber auch noch ganz andere interessante Themen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Achso, hier, das ist das Venus-Symbol mit dem Aufstand der Freiheit. Ich fand das mehr sagend als diese zwei Farben. Green, ne, klar, Anarcho-Grün. Die unterscheiden sich auch ein paar Mal. Henri David Thoreau, der auch zivilen Ungehorsam gepredigt hat oder geschrieben hat, erfunden hat, definiert hat, vorgeschlagen hat, war auch ein Grüner in dem Sinne. Also festzustellen, dass man mit der Umwelt irgendwie im Einklang leben muss, kommt so aus dem späten 19. Jahrhundert und versucht eigentlich so Naturverbundenheit, ich will jetzt nicht sagen Religion, aber bäuerlich, Landwirtschaft mit Anarcho zusammenzubringen. Weil ganz am Anfang, Proudhon und so weiter, sofort, die kamen aus der Stadt, da gab es Industrie.
Und diese ganze Sache Anarcho-Landwirtschaft ist noch gar nicht drüber gesprochen worden. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, weil es gibt halt x Knechte und es gibt halt einen Herrn und der prügelt die Knechte, bis die Kartoffeln vom Feld runter sind. Das selber ist der Anfang. Dann geht es aber natürlich weiter, wie kann man gemeinsam ein Feld bestellen? Wer bekommt Kartoffeln, wenn alle sich um das Feld gekümmert haben? Interessanterweise gibt es jetzt ein Siegenland-Projekt, das ist der Green Space. Das ist ein Gemeinschaftspark, Gemeinschaftsgarten, das ist ein bisschen wie Transition Town. Und die bauen, ich glaube, das Grundstück ist städtisch, und die bauen auch Paletten, so Hochbeete, und pflanzen dann da was an. Und wenn ich das richtig verstanden habe, schnurren die sich alles zusammen. Ne? Und die bitten und wenden, betteln und versuchen Spenden herzukriegen und Material. Und die haben sich auch die Frage gestellt, so, okay, wer kriegt denn am Ende die Tomate, die da rauskommt? Oder die Kartoffel, oder die Zwiebel, oder die Kohlrabi, oder was auch immer die da anbauen, da laden. Man kann das natürlich mit allen Leuten da teilen, aber es sind ungefähr 40 Leute auf der Mailingliste, ein bisschen mehr. Und wenn du einen Salat 40 Mal teilst, dann hast du Salatpüree, und das ist keinem geholfen. Dann haben sie erstmal festgestellt, okay, der Garten liefert zwar ein paar Produkte so zum Essen, aber wir sind immer noch nicht unabhängig von Lebensmittelketten. Der Garten liefert auch sehr viel Spaß. Wie können wir also den Spaß in der Gemeinschaft, das zusammenzumachen, erhalten und gleichzeitig nicht der Gier und dem Neid und so weiter und so fort zu verfallen. Also haben sie dieses Wochenende, jetzt gerade jetzt, einen großen Grill angeschmissen, die ganze Nachbarschaft nochmal eingeladen und freuen sich dann wahnsinnig, wenn auch die Kartoffel mit Quark, eigens selber gemachte Kresse reinkommt und ein kleiner Salat, Blattspinat und so weiter und so fort angerührt wird. Natürlich auch mit Zwiebeln, die sie halt irgendwo anders kaufen mussten, aber das ist halt so das Ziel. Anstatt zu denken, okay, die Zwiebel wuchs auf dem Feld des Eigentümers, dem Fürsten da hinten, also gehört die Zwiebel ihm, denkt man halt auch andersrum und sagt, okay, alle, die da beigetragen haben, sollten irgendwie in einer Form davon was Profitables haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die jetzt gerade so weit zu sagen, eigentlich müssten wir ganz anders rangehen, und das gehört auch ein bisschen zu den Green Anarchos. Wenn es doch klar ist, wenn beschränkte Mittel da sind und der Mensch dann neidisch wird und gierig und so weiter und so fort, dann sollten wir das Problem nicht mit Eigentumsverhältnisse und Rechte und Gesetze und so weiter und so fort lösen, sondern wir gehen ganz klar so vor, wir optimieren die Scheiße aus dem Garten heraus, bis so viel Ernte rausfällt, dass wir sogar verschenken müssen. Das kann ich verstehen. Das verstehe ich. Sachen wegoptimieren, Codezeilen zu komprimieren und so weiter und so fort, das ist cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Hätte nicht gedacht, dass das in einem Garten anfällt, ne? Weil die Leute ja auch alle lange Haare haben. Und es ist eine sehr gemischte Gruppe, die sind auch super. Prost. Nichtsdestotrotz, Mensch, jeder anarchistische Flügel hat auch so seine Klöppis. Aber so hat es auch jeder Hackspace und so weiter und so fort. Es ist einfach wichtig, dass man zusammenbleibt und ein bisschen miteinander redet. Jetzt komme ich zum Info-Anarchismus. Der sollte uns bekannt sein, weil der Hacker an sich, der gehört teilweise dazu. Ich hoffe, dass ich hier mit den Blättern knitteln muss, aber ich finde hier gerade nicht. Mir noch Info-Anarchismus, ganz neu, die Bewegung gibt es seit 99, 2000. Beschwert man sich, und jetzt langweile ich euch, gegen Copyright, gegen Patente, gegen Zensur im Internet und so weiter und so fort. Kommt uns bekannt vor. Man beschwert sich gegen Überwachung. Jetzt haben wir einen alten Fall Bradley Manning und einen neuen Fall Snowden. Info-Anarchisten. Es kann sein, dass Info-Anarchisten die Verwendung von anonymen Netzwerken empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Der Erfinder von Freenet, dessen Namen ich auf die Schnelle hier nicht finde, zählt sich selber zu Info-Anarchismus, Entropy, Tor, I2P. Ich meine, ich langweile euch jetzt hiermit, ne? Aber das Ding, was wir eigentlich so für selbstverständlich halten, das ist ein anarchistischer Flügel. Wir sind irgendwo Anarchisten. Hättet ihr das gedacht? Ich bin da ein bisschen beleidigt, dass ich dann irgendwo im Internet lesen muss, dass ich Anarchist bin und dass ich das nicht selber entscheiden darf. Ich hätte gedacht, dass gesunder Menschenverstand ist, so vorzugehen. Aber vielleicht ist gesunder Menschenverstand auch Teil vom Anarchismus, auch wenn man es nicht immer glauben möchte. So. Jetzt wieder zu einem Flügel, der mir persönlich ein bisschen ferner steht. Das ist der aufständische Anarchismus, der also davon ausgeht, es muss eine kleine Elite geben, die muss nicht fest sein, es ist nicht eine wirkliche Elite, das ist kein Erbrecht, aber es ist schon eine Elite, so ein paar richtig gute Leute, die richtig gut Bescheid wissen, die auch weit sehen können, die größer sind und stärker als wir und klüger und tolle Brillen tragen und weiß ich nicht, die viele Bücher lesen und die wissen, die Antworten haben.
Und das ist halt quasi so die Propaganda, die Revolutionselite, die immer wieder, Insurrection steht irgendwas mit Aufstand, ne? Die immer wieder anstachelt, immer wieder informiert, immer wieder auftreibt und so weiter und so fort. Wenn ich das recht verstehe, dann sind die meisten Anarchisten so nach ein paar Jahren einfach zermürbt worden. Ein kleines Feuer flackert noch. Aber die wenigsten haben echt Zeit und Spaß, sich die ganze Zeit irgendwo gegen aufzustellen und immer wieder das Neue. Und immer kommen neue Leute und sagen, hey, ich habe gerade von deiner Idee gehört, ist ja voll toll. Also ja, Junge, erzähle ich seit 40 Jahren, ich habe ja echt keinen Bock, geh mit der anderen reden. Dem zu widerstehen, dass ein Aufstand, der etwas Richtiges will, der auch etwas Richtiges macht, wie auch immer richtig definiert ist, dass der einschläft, braucht man also quasi so eine Kaderfamilie, eine Kaderschmiede, eine Elite, die hauptberuflich halt quasi zum Aufstand aufrufen. Kann man gut sehen, kann man nicht gut sehen. Die üben aber dann auch das Demonstrieren. Ne? Also Menschenketten bilden, irgendwo ranfesseln, Gesetze kennen, wissen, wie weit ein Staat darf und wann übertreten hat. Dann beim Übertreten das so zu notieren, dass man den Staat mit seinen eigenen Waffen schlagen kann, weil er übertreten hat. Ich meine, die Freiheit, die man schon bekommt, die will man natürlich auf jeden Fall verteidigen. Also hoch bis zum Verfassungsgericht, wenn Menschenrechte in Gefahr sind und so. Da könnte man doch durchaus eine kleine Kaderschmiede haben, die sich darum kümmert. Das denkt dieser Flügel. Und ich persönlich, mit meinem wenigen Einblick, habe schon eine Meinung, dass es heutzutage ein paar Anarchisten gibt, die sich einfach damit gut auskennen. Nicht, weil sie unbedingt Kaderschmiede sein wollen, sondern weil die einfach so dickköpfig sind und stur und weil ihnen so viel Spaß macht, Anarcho zu sein, dass sie wirklich diese ganzen Erfahrungen gemacht haben. Die haben das im Guten und im Schlechten gelernt und dann haben sie Tipps bekommen und dann sind sie verarscht worden. Aber die wissen jetzt ganz genau, wie weit sie dürfen, wie weit sie nicht dürfen, wie weit es eine Provokation ist und wann es schlimmer wird, was eine Ordnungswidrigkeit ist und was eine Straftat. Dazu haben wir hier gleich den Dulle, der vielleicht noch jemanden erwähnt. Leftist. Oh Gott. Der links ist alles da, was eher so pro Gemeinschaft ist. Das ist euch bekannt. Und es gibt tatsächlich Anarcho-Linke, die aber nicht kommunistisch, nicht kollektiv, nicht syndikalistisch organisiert sind, sondern eine Überklasse bilden. Also abstrakter sind. Ja. So, okay, wir sind Anarcho-Menschen. Gruppen. Ja, und nicht Anarcho, ich oder Elite oder Führer. Kann man grob sagen. Die Artikel, die Bücher, die man in der Bibliothek findet, mindestens 2 Stück, sind nicht mal schlecht. Aber ansonsten in Wikipedia und sowas, das erschlägt euch. Mein Gedanke ist, links kenne ich. Also, ne, links ist nicht rechts oder was auch immer. Das ist halt so mehr so zusammen. Die haben auch keinen großartigen. A, haben sie kein Symbol und B, haben sie keinen Kopf, der irgendwie dicke Bücher rausgebracht hat. Ich meine, das ist klar, links, Leftist, Anarchos. Ich weiß nicht, warum es dafür einen Flügel gibt. Ich hätte. Naja. Und das ist Bullshit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist so ein schwarzer Stern und da ist N, A, M. Und ich möchte dich am liebsten zitieren. In Deutschland propagiert ein gewisser Herr Töpfer seit 97 eine nationale Anarchie. Interessant. Als politisches Ziel, das den rationalen Kern, Rationalität ist immer gut. Wenn jemand dir mit Rationalität kommt, dann denk doch mal vernünftig, benutzt deinen Verstand, Bullshit. Direkt draufhauen. Warning, warning, Bullshit alert. Und er möchte den rationalen Kern von Nationalismus und Anarchismus vereinen. Es ist aber nur vernünftig, das zu machen, nicht wahr? Es gäbe keine gemeinsame Organisationsform. Jeder Nationalanarchist spreche für sich. Sie vertreten eine radikale Alternative zur Globalisierung. Die Multikulturalität nicht, und jetzt kommt's, die Multikulturalität nicht innerhalb, sondern zwischen ethnisch homogenen Völkern. Da ist völkisches Gedankengut drin. Und da bin ich der englischsprachigen Wiki zum Beispiel sehr viel dankbar, weil wir sagen, knallhart, völkisch. Und in der deutschen wird es ein bisschen ethnisch abgegrenzt. Ja, also deren Idee ist halt, wir machen jetzt hier Arialand und dann machen wir Ithaka-Land und dann machen wir Negerland und dann machen wir Judenland und so weiter und so fort. Und die dürfen ja auch alle leben, peace, aber halt nicht bei uns. Es tut mir leid, das ist Dummshit. Also die Leute, die ihr euch merken müsst, sind Peter Töpfer und Troy Southgate aus Großbritannien. Ich bin da ein bisschen sauer, dass man. Wir haben in Siegen jemanden, der heißt Horst. Grüße Horst, ach du benutzt kein Internet. Der betreibt einen Buchhandel.
Ja, und da wird halt regelmäßig, wird der Buchhandel von außen unfreiwillig gefärbt. Ne? Da kommen Farbeimer dagegen oder was auch immer. Und dem haben sie vor 1995, so gehen seine Geschichten, mittlerweile ist er ein bisschen älter, und dann erzählt er so, ja, auf einmal kamen hier ganz komische Leute rein, die wollten alles über die Linke und Anarcho-Szene und deren Organisationsform wissen. Und dann hat er denen halt gesagt, so, okay, Anarchie wollt ihr hören? Ihr Glatzen, muskelgepackt? Ihr wollt dieses Buch über Anarchie, wirklich? Und er hat da echt gedacht, so, okay, vielleicht ändern die sich. Bullshit. Die haben sich halt überlegt, okay, wie können autonome Zellen im dezentralen Leben, distributierte Netzwerke, Widerstand auf der Straße und so weiter und so fort machen. Und so haben die sich dann irgendwann einen Anarcho-Nationalismus herausgeprägt. Ja, das sind eigentlich Quereinsteiger, die uns verarschen. Also, die haben nichts mit Anarchie zu tun im Sinne von Leftist. Und die kommen, wenn völkisches Gedankengut und so weiter und so fort sind, kommen die nicht von wegen... okay, wir haben vorhin den Black Anarchism besprochen. Und da sind halt ethnische Gruppen unterdrückt worden. Aber deren Ziel ist jetzt nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt da eine Linie und die unterdrückten Schwarzen kommen dahin und die bösen Weißen kommen dahin und dann ist alles cool. Sondern auch die sagen, wir müssen miteinander auskommen. Wir sind Menschen auf dem Planeten. Ne? Und das sagen die Nationalen halt nicht. Und das ist so mein persönlicher Punkt, wo ich dann sage, okay, steht Anarcho dran, ist nicht Anarcho drin. Nee, sagen wir es anders. Steht Mensch dran, ist nicht Mensch drin. Kommen wir zu den Naturisten. Die sind ein bisschen härter als die Grünen. Sind große Fans von Vegetarismus. Vegetarismus, ist das richtig? Vegetarismus? Ist das richtig? Okay, Vegetarismus, freier Liebe, Nudismus, nackt rumlaufen, angezogen rumlaufen, aber in der Natur rumlaufen und haben sehr ökologische Ansichten, Biofrüchte und so weiter und so fort. Das ist alles sehr sympathisch und bin ich großer Fan von. Nur die würden auch durchaus auf ein paar Sachen verzichten wollen, weil es böse ist. Und da bin ich kein Fan von. Einen habe ich jetzt kennengelernt. Der meinte, also richtig Naturist zu sein, bedeutet auch, die Maschinen der Modernen zu zerstören. Okay, Fließbandarbeit. Ja? Wenn wir da den Menschen wegnehmen und dann einen Roboter dahinstellen, der sowieso nichts machen muss, also ne, der muss nicht auf Toilette, der muss nicht, macht sich keine Sorgen um die Familie, kann ich verstehen, verstehe ich, dass die Maschine eigentlich besser da ist, weil der Job an die Fließbandmaschine selbst unwürdig ist. Das ist eine Frage, wie man halt mit dem Arbeiter, der gerade arbeitslos geworden ist, umgeht. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Ich sehe also schon die Maschinen irgendwann mit einem Zweck an, und ihr wahrscheinlich alle auch. Der Mensch möchte wirklich das Internet ausschalten. Er ist nur einer, und er ist bestimmt nicht alle von denen, aber es gibt Anarchoflügel, die haben eine gewisse Technologiefeindlichkeit, die mich persönlich dann bedrückt bis besorgt oder sagt, ich gehe in eine andere Richtung. Aber von allem anderen, so Spaß in der Natur zu haben, die Gärten in Siegen, finde ich super. Ja. Es gibt sogar eine Idee, mit dem Hackspace zusammenzuarbeiten. Die heißen Greenspace, die anderen heißen Hackspace. Und dass man vielleicht mit einem Mikrocontroller den Zustand über zwei Kathoden der Pflanze überprüft. Und dann gibt es Freifunk in dem Garten und dann twittert die Pflanze ihren Zustand ins Internet und sagt, ich bin Pflanze mit den Koordinaten. Ich habe Durst. Das finde ich cool, ja. Das finde ich wirklich cool. Der Naturist findet das super uncool. Ja, so, was? Du solltest doch selber in den Garten gehen. Ich, so, ah, ich muss mal Katzenbilder im Internet gucken. So, dieses Symbol ist zweideutig, weil es benutzen die Christen, Anarcho-Christen auch häufig. Weiß, Gott, Schwarz, Hölle. Weiß, Pazifismus, Schwarz, Anarcho. Und die sind mit Abstand die ärmsten Hunde für mich persönlich. Weil die sehen halt immer das Unrecht und so weiter und so fort. Aber sie hauen halt nie aufs Maul. Die werden halt nie gewalttätig. Ein Anarcho-Pazifist, ähnlich wie der Pazifist selber auch, glaubt wirklich daran, dass Menschen durch Aufklärung, Geduld, Zeit und Liebe zu Menschen werden können. Ohne sich gegenseitig, ohne dem, wie ist das, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Da glauben die halt nicht dran. Es geht wirklich. Und die haben auch ein paar tolle Erfolge, wenn man daran erinnern darf. Gandhi haben die für sich überproklamiert. Ne? Gandhi zum Beispiel ist einer von uns. Wenn es damals gegeben hätte, Gandhi wäre von uns. Wäre einer von uns. Zivile Ungehorsam,
Streiks auch gesetzliches, also verankertes Recht, streiken zu dürfen. Boykottaktionen, Blockaden, Sachen besetzen. Die machen teilweise auch Sabotage. Das heißt, eine Maschine zu verletzen ist okay. Ist halt die Frage, wenn wir demnächst Cyborgs sind, und ich warte auf das Zeitalter, dass wir Cyborgs sind, ob die dann, ob Sabotage von meinem Herzschlaggerät oder sowas bei denen reinfällt oder nicht. Ich möchte gerne einer von denen sein, ist aber verdammt schwierig. Zum Beispiel Pazifisten. Wir haben jetzt an unserer Uni die AG Zivile Klausel, die möchte, dass die Uni nicht weder direkt noch indirekt an Rüstungsgütern forscht. Und ich weiß, woher die kommen. Ich verstehe sie ja. Ja, mein Bruder reist sehr weit in der Welt, aber nicht New York und London, sondern war ja Kasachstan und Afghanistan und so, aber nicht mit der Bundeswehr, sondern geschäftlich halt. Wenn ich jetzt Heckler & Koch Aktien halte und mein Bruder wird von Heckler & Koch Patronen erschossen, damn, das ist ziemlich hart. Hallo. Hallo. Und deswegen, um die zivile Klausel nochmal das Thema zuzumachen, mein persönlicher Standpunkt da ist, Forschen ist immer gut, wir brauchen die Forschung, wir brauchen das Wissen. Die Zensur ist halt für den Arsch. Ich wäre auch ein, jemand hat gesagt, die einzigen zwei Länder auf der Welt, die kein stehendes Heer haben, sind, ich glaube, Island, ja? Island, ich glaube. Und? Weiß ich nicht. Costa Rica. Die haben die Militär zusammengestrichen und setzen das jetzt für Renaturierung ihrer Länder, das ist übelst geplündert worden. Die einzigen zwei Länder. Costa Rica ist auch praktisch Teil der USA. Also extraterritoriales Gebiet. Also. Ja. Die können sich das erlauben, ne? Also, du hast natürlich recht, Don. Ist die Frage, ob wir nicht auch Teil von den USA sind, ne? Wir hatten ja mal einen amerikanischen Präsidenten, der Berliner war. Das ist eine interessante Debatte. Die werden wir morgen eigentlich nicht lösen können. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter zum nächsten Punkt. Der philosophische Anarchist. Den gibt es auch. Und er zeichnet sich davon hinaus, dass er auf die Moralität abzielt. Ja? Ist ziviler Ungehorsam gut oder schlecht? Ist das ein Gesellschaftsmodell, das geeignet ist? Inwiefern? Er versucht philosophisch die Frage zu knacken von der Freiheit des Individuums gegen die Solidarität der Gesellschaft. Ja? Es gibt verschiedene Formen, das Problem, diesen Zielkonflikt zu lösen. Ne? Entweder man sagt, okay, ich bin frei, scheiß auf alle, oder man alle sagen, du bist nicht frei, wir scheißen auf dich. Da wird halt gehandelt, ne? Da wird halt was gemacht. Und der philosophische Anarchist sagt, okay, hatten wir das nicht schon irgendwann mal irgendwie besprochen? Haben die alten Griechen nicht irgendwas dazu gesagt? Die Ägypter? Wir haben die Naturvölker gelebt. Hat die Menschheit vielleicht schon längst eine Lösung und hat es nur vergessen? Ne, also drüber zu reden, das herauszufinden. Hier wird auch Max Stirner, habe ich gerade gesagt. Holy shit, J.R.R. Tolkien. Ich lese das einfach mal vor. Philosophical Anarchists of Historical Note include Mahatma Gandhi, klar, William Godwin, J.R.R. Tolkien, Pierre-Joseph Proudhon, Herbert Spencer, Max Stirner und Henri David Thoreau. Das heißt, mit Thoreau haben wir einen vom zivilen Ungehorsam. Max Stirner ist halt eher der Egoist. Proudhon ist der Gesellschaftsmensch, mit Eigentum ist Diebstahl. Was macht J.R.R. Tolkien da drin? Ich notiere mir das mal, weil das ist echt interessant. Hat jemand einen Stift kurz? Ich meine, kennt man ja, ne? Von Harry Potter. Ist bekannt, ne? So, dann gibt's noch die Plattformisten. Die haben ein eigenes Zeichen. So, und die haben halt festgestellt, ich meine, klar, wenn man anarchistisch denkt, vor allem handelt, dann hat man vor Ort halt das reale Leben, nein, nicht das reale Leben, aber das Kohlenstoffleben, und da fehlt was. Vielleicht Essen oder Werkzeug oder was auch immer. Und diese Probleme löst man halt vor Ort. Und wenn man sie nicht vor Ort lösen kann, dann muss man halt zum Nachbarn gehen. Und wenn er es auch nicht lösen kann, dann gehen wir zum anderen Nachbarn, und dann was? Man kann nicht die ganze Zeit irgendwo hingehen, weil dann hat man den Ort so weit verlassen, dass man das Problem vielleicht gar nicht mehr richtig lösen kann. Und die Plattformisten schlagen vor, okay, wir haben eine Plattform, und da schickt ihr halt eure Leute hin, und dann können wir reden. Das ist eine super Idee, weil es eine Möglichkeit ist zu kommunizieren, ein weiterer Kommunikationskanal, aber gleichzeitig ist es eine weitere Ebene. Die Leute, die das vorgeschlagen haben, das waren meistens nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Oktoberrevolution in Russland,
waren es die Anarchos, die nach Paris und Frankreich gekommen sind. Und die wollten halt schon irgendwie zu ihrer alten Heimat und zu ihrer neuen Heimat eine Plattform spielen und Connections machen. Man kann sich ja gegenseitig helfen. Und früher war gegenseitig helfen einfach nur Ideen verbreiten und so. Und die haben natürlich von allen auf den Sack gekriegt, weil eine Plattform ist eine Ebene, eine Hierarchieebene, die man vielleicht nicht braucht. Und diese auf den Sack bekommen, könnte man vielleicht als Shitstorm nennen oder sonst wo. Das Ding hat sich etabliert. Es gibt da die IFA, IAF, International Anarchist Federation und die International Workers Association. Zwei Plattformen, die mit sich selber auch ganz gut reden. Das ist halt eine weitere Ebene. Die hat aber keine Gesetzeskraft oder sonst was. Die treffen sich halt mal in der Stadt, ganz groß, reden miteinander und dann geht's weiter. So, dann die Postanarchisten. Das hat jetzt nichts mit der Bundespost zu tun, sondern Anarchismus ist 160 Jahre alt. Es gibt gewisse Dinge, die sind durchgekaut. Die sind verdaut, die sind raus, die braucht man nicht mehr. Und das ist der Postanarchist. Der Postanarchist argumentiert auch über Poststruktur, Realismus, über Konstruktivismus und zeigt auf, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr so der Fall sind. Zum Beispiel in der industrialisierten Welt haben wir halt Maschinen, die meiste Arbeit für uns erledigen. Das heißt, so landwirtschaftliche Revolution im Sinne von dem Knecht mehr Macht geben und so weiter und so fort, brauchen wir eigentlich nicht, weil jetzt haben wir halt einen Traktor da und die Leute, die halt noch im Feld arbeiten, die haben auch ihre Rechte gesetzlich verankert. Das war vor 160 Jahren überhaupt nicht so, es war genau das Gegenteil. Mittlerweile haben auch die Frauen Wahlrecht und so weiter und so fort. Das war vor 160 Jahren auch ganz schlimm und ganz anders. Sklaverei haben wir auch abgeschafft. Das war vor 160 Jahren auch ganz schlimm und ganz anders. Gewisse Sachen hat die Anarchie erreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Anarchist sich das ans Revers heftet und sagt, hey, super Arbeit geleistet. Aber es gibt halt Anarchisten, die sagen, okay, next. Ne, so, was kommt jetzt? Viele Ideen, die ihr Flügel, weil es halt immer noch Flügeldenken ist, habt, die sind für den Arsch. Wir müssen halt nach vorne gucken. Das ist das, was der Post-Anarchist macht. Und das ist natürlich auch jemand, der übel gelitten ist. Ja, stell dir vor, ihr forscht an irgendeinem Projekt und sagt, juhu, ich habe gerade ein Programm entwickelt, das und das macht. Ja, aber weißt du, das Programm ist eigentlich das, was FreeBSD vor 20 Jahren schon rausgebracht hat. Oder so. Das sind im ersten Endeffekt eigentlich Klugscheißer, aber die müssen schon ziemlich gut sein, weil die wissen, weil die ganze Geschichte genau auch kennen müssen, um darauf hinzuziehen. In meinem Zweitlieblingsbuch Anathem gibt es auch so eine wissenschaftliche Kaste, die unter allen Wissenschaftlern gehasst ist, weil immer wenn eine Wissenschaft mit einer neuen Idee rauskommt, sagen die, ja, aber vor 15.000 Jahren basically hatten die Ägypter genau dasselbe gemacht. Postkolonialismus geht so ein bisschen, ne, Kolonien, dass man das halt überwindet. Gucken, ob ich hier gerade schnell noch was Interessantes finde. Also es gibt eine weitere Plattform, die Anarchist People of Color, und die kümmern sich auch um Postcolonial Anarchism. Ja, jetzt ist halt quasi der, ich überspitze jetzt hier, ne? Der weiße Mann kommt und hat auch irgendwie vielleicht viel Scheiße gemacht, aber jetzt, was haben die Römer uns gebracht, ne? Gibt es halt das und jetzt sind die Kolonisten halt weg. Und wie gehen wir damit um? Die Franzosen haben und die Amerikaner und die Engländer sind eigentlich ganz gut da drin gewesen, obwohl sie sich zurückgezogen haben, wirtschaftliche Zwänge, Kredite, Verträge aufzuerlegen, wo man dann halt über Jahrzehnte und Jahrzehnte eigentlich immer noch sehr viel Geld in die ehemaligen Kolonienländer reinfließt. Und die Postkolonialisten kümmern sich halt gerade um dieses Problem, ne? Aufzudecken, dass halt immer noch an das Besetzerland, als die Kolonialmacht bezahlt wird, aufzudecken, dass irgendwelche, immer wenn die Entwicklungshilfe da was reinspendet, dann geht es an die großen Firmen von dem von der ehemaligen Kolonialmacht. Das ist ein sehr interessantes Thema. Madagaskar, Tunesien, Marokko, ach, überall, wo eigentlich die Engländer waren, überall, wo die Franzosen waren. Dass da halt so gespielt wird. Und das hat natürlich auch was mit Unterdrückung zu tun. Ne? Nämlich die Kolonialmacht ist schon wieder zurück und eigentlich sieht alles auf der UN-Ebene sieht alles gleichberechtigt aus. Ne? Die haben alle eine Stimme in dem Nationalrat, in dem Rat, UN-Rat. Aber die Geldflüsse und so weiter und so fort, die spielen eigentlich den ehemaligen Kolonialmächten zu. Post-Left, das ist auch so ein Thema wie Leftist, Anarchist. Sind halt die, okay, wir waren jetzt so lange links,
jetzt ist das in der Gesellschaft angekommen. Wir müssen da jetzt nicht mehr drüber reden. Die versuchen auch ein bisschen die anarchistische Bewegung wieder jung zu halten. Auch diese Kritik an den Klassikern wie immer wieder neu aufzuflammen, zu sagen, okay, Proudhon ist jetzt so und so viele Jahre tot und die Industrialisierung, wie er sie beschreibt, gibt's nicht mehr und den Kapitalismus, wie er ihn beschreibt, gibt's auch nicht mehr. Lass den Mann legen, sterben, tot, im Grab. Pack den nicht immer wieder aus. Wir sind jetzt drüber hinweg. Ja? Die alten Kamellen brauchen wir nicht. Das sind halt die, die auch immer die Kritik an den Klassikern wieder anfachen, was super ist. Und die Primitivist gehören zu den grünen Anarchos und die würden uns definitiv gerne wieder ins Steinzeitalter zurückbauen. Grob. Wer meint, das stimmt nicht, soll mich widerlegen, aber das ist das, was ich gelesen habe. Queer ist ja klar, hier geht es wieder um Sex. Die Farbe hier oben ist eigentlich pink und nicht lila. Und es geht, versuche jetzt keinen rauszulassen, ne? Lesbian, Gay, Bisexual und Transsexual. LGBT ist das Wort, das ich hier gelernt habe. Deren Arbeit ist Aufklärung. Gegen Homophobia, Lesbophobia, Biphobia, Transphobia, Heteronormatives, Heterosexismus, Patriarchat und Gender Binary. Also Gender Binary ist halt, dass es halt nur Mann und Frau gibt, dann zwei Geschlechter. Dazu gibt es natürlich auch einen Anarchos und die sind interessanterweise sehr reich an Punkbands. Mache ich mal weiter. Also wir haben wirklich, ne? Dickes Programm. Sozialanarchismus oder Anarchosozialismus ist auch von Anarchokollektivismus, Anarchokommunismus, Left-Anarcho kaum zu unterscheiden. Ich versuche das mal. Der einzige Unterschied, der hier ist, aufgezählt wird, ist, dass die sich selber als Plattform, also während der Anarcho-Kommunist sich mit dem Anarcho-Kollektivist nicht verstehen kann, ne, weil die sich wegen diesen ebenen Sachen einfach streiten und Hass in den Hals fallen, wenn du Anarcho-Sozialist bist, dann kann dein Kollege, der auch Anarcho-Sozialist, eher in die kommunistische Ecke gehen und du gehst in die kollektivistische Ecke. Aber ihr könnt euch noch verstehen, das ist der Unterschied. Ja. Es gibt also einen Flügel für Flügel und einen Flügel für andere Flügel und dann gibt es noch einen Flügel für beide Flügel, wo beide Flügel vertreten sind, aber die hassen sich in diesem Fall nicht. Und auch hier wieder das Leben des Brian. Die Volksfront von Judäa, dann war das der Jüdische Volksfront und was war die dritten? Gibt es hier noch die Autonome irgendwas Judäas? Nee, die sitzen da hinten. Und dann also Spalter! Das möchte man hinzurufen. Das sind die Syndikalisten, die seht ihr an der Farbe, die gehören halt auch zu den Kommunisten, Kollektivisten, Sozialisten und links generell. Aber das Syndikat an sich ist eine besondere Form des gemeinsamen Absprechens und hat es real existierend gegeben in Spanien von 1936 bis Franco Fascho vorbeikam und sie getötet hat. Der Unterschied zu all denen ist zum Beispiel, der Anarcho-Kommunist sieht ja irgendwo den Staat als zentrale Staatsgewalt, als Figur, die durchaus existieren kann. Der Anarcho-Syndikalist verneint den Staat total. Sagt, sobald es einen Staat gibt, wird der Arbeiter unterdrückt. Ein Staat hat Staatsgewalt, die gegen Arbeiter funktioniert. Ein Staat hat ein Gesetzesbuch, die den Arbeiter unterdrückt. Und ein Staat hat die Kombination von beiden plus Kapitalismus und Finanzmärkte und Lobbying und so weiter und so fort, die der Arbeiter sich nicht leisten kann, die ihn auch gefangen halten. Anarchismus.at ist eine Internetseite, die versucht, die Anarcho-Syndikalisten zusammenzuhalten. Von allen Flügeln ist das der, für mich, also aus meiner Wahrnehmung, der breiteste, auch mit den meisten Anhängern aufgestellt. Ich glaube, sogar in Siegen drei Aufkleber von denen an der Wand gesehen. Ansonsten sehe ich keine Anarchie-Aufkleber, so, wenn ich rumlaufe. Meistens ist es halt Graffiti-Spray oder mit einem, ne, so Gewachs, aber einen eigenen Aufkleber für den eigenen Flügel, das ist schon sehr edel. Nur ich würde sagen, es ist sehr edel. So, Synthesisten. Kriege ich das selber hin? Ich glaube schon. Synthesisten sind halt wie die Plattformisten, Leute, die sagen, hey, habt euch doch mal lieb.
So, das Problem ist mit denen, die kommen nach den Plattformisten. Die versuchen nicht nur die Leute zum Reden zu bringen, sondern auch die Theorien wieder zusammenzustricken. Veganer hier? Veganer sind nämlich auch Anarchisten. Der Anarchismus ohne Adjektive, warum hat man den nicht den adjektivlosen Anarchismus genannt? Versucht halt auch wie, was war das jetzt, Plattformismus und Synthesismus zu sagen, wir sind alle Anarchos, ne? Wir haben alle die Farbe schwarz, lasst uns mal mehr uns auf uns selber, wir haben Probleme da draußen, die müssen wir gemeinsam lösen, die können wir nicht alleine lösen, anstatt diese ganzen Flügelkriege und so weiter sofort zu machen, anstatt die ganze Zeit zu reden, lasst mal was anpacken. Ja, und das ist wieder so ein Bullshit-Anarchismus, der begründet sich aus Max Stirner und anderen individualistischen Anarchisten. Die würde Max Stirner so, er wird die Leute eigentlich nicht mögen. Die Marx-Radikalen, die an die, die unsichtbare Hand Adam Smith glauben, und es ist ja ein Glaube, die haben sich den Anarchismus so zurechtgelegt, als Berechtigung oder als Daseinsberechtigung für freien Markt. Also, was ich eingangs mal kurz erwähnt hatte, dass die meisten Anarchisten sich überlegen, wie kommen die Menschen halt zusammen, und dass der Mensch offensichtlich als Gesellschaftsform oder als Ziel die Zusammenarbeit von Menschen das Wichtigste ist. Es ist bei Marktradikalen so, dass kein Staat, keine Gesetze, kein gar nichts, dass der freie Markt alles regeln wird. Und sie beziehen sich damit auf den Freiheitswillen von Stirner, aber auch gleichzeitig auf Adam Smith. Und Adam Smith ist einer der, nach Jesus, einer der am meisten missverstandenen Menschen auf der Welt mit seinem Buch. Also Adam Smith selber hat ja auch viele seiner Folgen von dem, was er so gesagt hat, durchsichtige Hand auch wieder zurückgenommen. Es gibt ein paar Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, die sich als Anarchokapitalisten sehen. In irgendeiner NSW-Folge wurde nochmal darüber erzählt, dass der Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften nicht von Friedrich, heißt der Friedrich? Von den, halt dem Nobel stattgegeben wurde, sondern von der Reichsbank von Schweden, glaube ich. Wenn ich das wieder zu richtig zurichte. Weil es da irgendwie versucht gab, ja, Wirtschaftswissenschaften, wir müssen auch irgendwie eine positive Wissenschaft sein, sagen, wie die Welt erklärt wird, und wir brauchen auch einen Nobelpreis. Ein wunderbarer Boden für Verschwörungstheorien natürlich, ne? Zu sagen, okay, das ist kein echter Nobelpreis, sondern die wollen halt ihr Freimarktradikalismus da reinbringen. Das Problem halt mit Kapitalist-Anarchisten ist, dass die Effizienzgedanken und Verteilung über den Menschen stellen. Die glauben wirklich an eine Macht, ähnlich wie Religiöse, die das schon regelt. Ja, und diese Macht darf man halt nicht stören. Während Religiöse zum Beispiel häufig eine Kirche haben und auch Strukturen, um die Macht wirken zu lassen, sagen sie, nein, die Macht kommt von alleine. Die Macht ist stark in dir und so weiter und so fort. Wir dürfen halt da nicht rein. Den hatte ich vorhin hier, die Egoisten, die sagen, okay, das Ding gehört mir, weil es mir gehören kann, also nehme ich es mir. Das ist halt die Mentalität. Wenn man wirklich wissen will, wie freie Märkte zum Beispiel aussehen würden, dann braucht man sich in Deutschland nur den Drogenmarkt anzuschauen. Ne? Da ist ja auch kein staatlicher Eingriff und gar nicht. Würde man das legalisieren, wäre es wahrscheinlich besser, aber das ist, können wir es rausschneiden. So, und jetzt was ganz anderes. Und zwar zum Schluss. Die Moderne. Wir haben jetzt die Klassiker und wir haben festgestellt, dass man aus 4 Klassikern 4 hoch n Flügel aufmachen kann. Ne? Wenn jede verschiedene Kombination, wenn die nochmal zusammengestrickt und so, das ist der zerteilt. Dann möchte ich hier einen relativ unbekannten Anarchisten vorstellen. Das ist Silent Shadow. Der behauptet also, dass bevor es Geld gab, Tauschhandel da war. Silent Shadow ist nicht alleine damit. Das sind die meisten Menschen, die BWL-Einführungskurse haben. Das ist das, was unsere Wirtschaftswissenschaften uns lehren. Unbelegt übrigens, das Gegenteil ist belegt, dazu kommen wir später. Also bevor es Geld als Tauschwirtschaft gab, gab es halt irgendwie nur Rinderfleischhälften oder Ziegen oder Kamele oder was auch immer. Und die musste man halt mühsam mit sich rumtragen. Dem ist leider nicht so. Ja? Und auch die Währung, die Silent Shadow vorgeschlagen hat, Rinderfleischhälften, ist völlig ungeeignet, um überhaupt irgendeine Art von Wirtschaft zu starten. Den habe ich jetzt mal reingelassen. Vielleicht wird hier Silent Shadow sich irgendwann mal outen, wenn er mich hört. Step up, man.
Der zum Beispiel Silent Shadow widerlegt hat, und zwar in einem sehr geilen Buch, das es angeblich kostenlos als Audiohörbuch auf piratepay.sx gibt, zum Download, ist dieser David Graeber. Der ist in Amerika, der ist Wissenschaftler, also der ist als Professor angestellt, und sein Buch heißt Schulden, die ersten 5000 Jahre. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen. Was? Alles okay? Ich weiß nicht, sorry. Schulden? Die ersten? 5000 Jahre. Großartig. Schöner Titel. Ich meine es ernst. Ich überlege gerade so. Ich glaube, du hast es verstanden, dann. Nein, also, wahrscheinlich hast du aus dem Titel des Buches schon den ganzen, es ist amüsant zu lesen, es ist wirklich gut. Also, ich kann es nur weiterempfehlen, oder googelt es halt mal bei Gelegenheit, oder man kauft es sich und teilt es sich, oder was auch immer. David Graeber, im Gegensatz zu allen anderen Anarchisten, studiert etwas, wo, da hätte ich auch selber drauf kommen können, und zwar ist er Anthropologe. Ich musste gerade überlegen, weil sonst hätte ich Anthroposoph gesagt und das ist natürlich wrong ballpark. Der hat also in seinen Forschungen Anthropologie studiert, also wie hat sich der Mensch im Laufe der Zeit verhalten. Und der hat immer weiter zurückgegangen. Und dann irgendwann kam man zur Erfindung des Geldes selber. Und zwar war es in Persien. Und es war auf keinen Fall so, dass vor dem Geld irgendwas im Sinne von Tauschwirtschaft da war. In seinem Buch legt er dar, dass es zwei Wirtschaftssysteme gab und gibt. Das eine ist eine Erfindung von uns Menschen selber und das andere ist der Mensch irgendwie selber. Und zwar, er nennt es Kommunismus in seinem Buch und schreibt auch, er wollte damit eigentlich nur die anderen Leute ärgern, die, wenn sie Kommunismus hören, sofort hochgehen. Das ist Amerikaner, wenn du Kommunist sagst, dann ist das die Taliban oder so. Diese zwei Wirtschaftssysteme sind zum einen das ursprüngliche Wirtschaftssystem ist, wie ist das englische Wort? Human oder essential? Also sagen wir ein menschliches, ein natürliches Wirtschaftssystem. Ausgehend von der Idee, dass Menschen schon in Gruppen gelebt haben, haben die, wenn sie miteinander handeln, immer eine Geschichte. Ne? Und dieses Handeln, wenn man halt nicht in Dollars und Kiwi-Dollars und so weiter und so fort handelt, dann kann es auch durchaus sein, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ey, Nanook, tolle Mütze. Und ich sage, ach, weißt du, wenn sie dir gefällt, kannst du haben. So, und ich gehe dann, und in diesem menschlichen Handeln geht man davon aus, dass ich, wenn ich die Mütze zurückhaben will, dass ich sie eigentlich zurückhaben kann. Oder er schuldet mir einen Gefallen. Und solche Sachen sind in dem zweiten Wirtschaftssystem, was danach später kommt, viel später, Tausende später, und zwar in dem finanziellen Wirtschaftssystem, nicht ohne weiteres möglich. Ne? Also zum Beispiel schulde ich dem Sischer, das ist dem wenigsten bekannt, ja einen sehr intimen Gefallen, einen besonders schmutzigen Gefallen. Da hat er für mich Sachen gemacht, die will man gar nicht im Internet, schrecklich. Na, wie viel ist das in Euro wert? Ja, wenn er Sischer fragt, 1 Million, wenn er mich fragt, so wie ich hier angebe, 2 Millionen, wenn sich auf mich zukommt, ach weißt du, 2,50 höchstens. So, wie kann man also diese menschliche Grundeigenschaft, dass man sich gegenseitig hilft? Ja? Ein Kind fällt ins Gleisbett und du stehst daneben und der Zug kommt noch gar nicht. Da hilfst du dem Kind, oder? Wenn der Zug kommt und du meinst, du könntest es noch hinkriegen, dann hilfst du dem Kind ja eigentlich auch. Warum? Was nutzt es dir? So, das ist halt gegenseitig helfen, auch in Extremsituationen, ist eine normale Sache. Wenn es Menschen eher gut gemeinsam geht, dann helfen die sich nicht so unbedingt, aber man sieht sich halt, dann hat der einem die Frau ausgespannt und dann gibt es halt lauter Geschichten und so. Aber das sind halt, die kannst du in Währung, in der Metallwährung, in der Zahl nicht runterbringen. Und er argumentiert, dass dann ein Wirtschaftssystem rauskommt, das finanzielle, wo da ein Euro, die Währung ist wie ein Meter. Oder wie 2 Meter. Das ist der Versuch, etwas zu vermessen, was man ganz schlecht vermessen kann. Und das hat Vor- und Nachteile, vor allem hat das ganz schlimme Folgen für die Menschheit gehabt. Ich möchte das Buch nicht zu sehr spoilern. Es ist wirklich super. Der war auch hier bei Blockupy, war in Frankfurt, meine ich. Der ist also noch schwer aktiv und er lebt noch. Und er hat kein Bart.
Jörg Bergstetter ist jemand, also ich hatte ja ein Announcement von diesem Vortrag gebeten, wenn ihr moderne Anarchos kennt, dann sagt sie mir, weil viele Anarchos sind zu beschäftigt, um sich berühmt zu machen. Und ich bin der Meinung, das ist auch einer. Und Dulle hat ihn mir empfohlen, vielleicht magst du was dazu sagen? Ja, ich habe einen Vortrag gesehen. Ich glaube aber, er ist Bergestedt. Ich habe halt mal einen Vortrag von ihm gesehen, da ging es halt um Justiz und so weiter. Und da hat er halt erzählt, wie er mit Kommunikationsguerilla und so weiter gearbeitet hat, um die repressive Gewalt des Staates dann gegen sich selbst zu wenden und so weiter. Ist eigentlich ein ganz cooler Typ, denke ich. Ich weiß eigentlich auch nicht so besonders viel über den jetzt, außer halt, dass er das halt gemacht hat, solche Aktionen. Zum Beispiel so ein Schreiben verteilt, was hochoffiziell aussah, dann von einer Demo, dass die Leute im Haus bleiben sollen, dies und das. Und zum Beispiel auch, dass sie anrufen sollen, wenn sie jemanden in Polizeiuniform sehen, weil sich angeblich einige der Demonstranten als Polizisten verkleiden. Und dann war halt bei der Polizei die ganze Zeit gegen das Telefon. Und wenn die halt dann viele Leute schicken, die Polizei, dann haben sie halt keine Ruhe mehr, weil die ganze Zeit das Telefon geht. Wenn sie wenig schicken, haben sie halt keinen Überblick, kann man da viel machen, so. Ja. Vielen Dank für die Empfehlung. Der Typ ist wirklich übelst interessant. Der tingelt jetzt, wenn er nicht inhaftiert ist oder rum und erzählt seine Lebensgeschichte. Und die ist übelst unterhaltsam. Ja, nicht nur die Art und Weise, wie er denkt, zum Beispiel sagen, es gibt Demonstrationen nächstes Wochenende. Wir befürchten, dass die Demonstranten in Polizeiuniform unterwegs sind. Rufen Sie sofort die Polizei an, um das sicherzustellen. Ne? Sieht jemand einen Polizisten, ruft die Polizei an, kommt noch ein Polizist. Ruft noch einer an, es sind immer mehr Polizisten und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenchaos. Diese Art und Weise zu denken, obwohl sie natürlich fatal ist für die öffentliche Sicherheit, streiten wir uns nicht drum, ist das sehr lustig. Also ich finde das sehr, sehr cool. Die gehen auch wirklich in Polizeiuniform rum am Weihnachtsmarkt und ziehen sich den Arsch zu und trinken mit den Leuten und so weiter und so fort. Und die stellen auch fest, dass sobald man in einer Uniform ist, dass die Gesellschaft anders auf diese Leute reagiert. In der Uniform selber unterscheiden sie ganz hart zwischen einer echten Uniform und einer, die nur so aussieht. Es gibt ein paar Merkmale, wenn man die hat, dann ist das eine Straftat, wenn man nur so aussieht und wirklich also diese Merkmale nicht hat, dann ist das okay. Dann muss der Staat das hinnehmen. Ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, er und der damalige Innenminister, wie heißt der nochmal, Bouffier, ja, waren auf derselben Schule. Und die haben sich damals schon nicht gehasst. Also das ist eine richtig lange Geschichte. Und die Bouffier geht halt den politischen Weg und er macht immer die Graswurzelbewegung. Er wohnt in seiner Projektwerkstatt. Ich könnte mir das vorstellen, so ein bisschen wie Raumzeitlabor. Und Bouffier wohnt nur 3 Blocks weiter in einem Familienhaus. So geht der Geschichte im Artikel. Und weil er derjenige ist, der am längsten in dieser Werkstatt wohnt und am längsten diese Sachen macht, geht man davon aus, dass er quasi der eigentliche dass der eigentliche Kopf ist, dieser dieser subversiven, staatenstützerischen Anarcho-Extremisten und so weiter und so fort. Eigentlich haben wir nur eine gute Zeit, die gehen in Containern, spielen Federball nachts vom Verwaltungsgebäude. Das ist natürlich so, das ist subjektiv betrachtet sehr komisch, dass jemand um diese Uhrzeit da Federball spielen will, aber es ist nicht verboten. Es ist nicht mal ziviler Ungehorsam. Wir sind in diesem Land ohne Scheiß nachts vor einem Verwaltungsgebäude, wenn wir wollen, Federball spielen. Wenn der Innenminister deines Bundeslandes jemand, ein Kollege von dir ist, von früher, Bouffier nämlich, der dich nicht leiden kann und den du die ganze Zeit provoziert hast und er hat dich mit Haftandrohung und so weiter zurückprovoziert, dann kommen da richtig lustige Sachen zusammen. Zum Beispiel hat ein mobiles Einsatzkommando ihn dann nachts verfolgt und ihn dann inhaftiert. Auf einer Strecke, die ganz weit weg ist von Bouffiers Haus damals, wo jemand, Geschäftsstelle von der CDU sowas, wo jemand ein Loch in die Tür gemacht hat und ihm eine Stinkflüssigkeit reingetan hat. Das heißt, die Polizei wusste, dass er nicht derjenige gewesen sein kann, der das Loch gemacht hat. Es sei denn, er beherrscht die Quantenmechanik und hat sich gesplittet und so weiter. Das ist nicht möglich. Und dennoch ist dann ein Verfahren gegen ihn aufgestellt worden. Er war mehr als 4 Tage in Haft. Das war Freiheitsberaubung. Und er weiß das. Und er geht zum Gericht und klagt die ganze Scheiße hoch. Das alles wird wieder hochgerollt und runtergerollt und so weiter und so fort.
diesen Vortrag sollte ich eigentlich verlinkt haben. Den findet man auf YouTube sehr schnell. Relativ langer Vortrag, mehr als eine Stunde und sowas. Und ist einfach sehr sweet anzuhören. Also es gibt wirklich, obwohl wir uns alle hier sehr sicher sind, dass wir in einem stabilen System leben und so weiter und so fort, können clevere Menschen ohne viel Einsatz von Finanzmitteln und Kraft und Power und so weiter und so fort ihre Rechte relativ gut verteidigen in diesem System noch. Ne? Und können dann aber auch, sobald eine Maschinerie, die persönlich missbraucht wird, um irgendwelche Sachen da, alte Fäden und so weiter und so fort durchzudrücken, die kann man stoppen. Und das hat mir eigentlich sehr viel Kraft gegeben, dieses Video zu schauen, weil der Mensch es geschafft hat. Er sieht nicht bösartig kriminell aus. Okay, er hat einen Bart und eine Brille, klar. Das Foto mag ein bisschen älter sein. aber auch so wie er redet, er scheint, also vielleicht werden wir nicht die besten Freunde werden, wenn wir uns treffen und so, aber es hat mir halt schon ein bisschen, so, es macht Mut zu sehen, dass Leute halt ihren Weg gehen können, nur ohne vorauseilenden Gehorsam auszuüben. Ne? Und das ist etwas, wo ich einfach immer anknicke und mir die Hosen zuscheiße. Ja, aber ich stelle mir eine Mathe-Cola hin. Servus. Das ist Noam Chomsky. Den Zettel habe ich verloren, aber den Noam Chomsky mag ich so gerne, dass ich das auch im Kopf rauszitieren kann. Ich nehme an, jeder kennt Noam Chomsky. Weiß jeder ungefähr, warum der warum der in der Anarchie-Szene so beliebt ist oder auch verhasst? Okay, also die Anarchos haben in den letzten 20 Jahren nichts auf die Bühne gebracht. Nichts. Die besten waren noch die hedonistische, wie heißen die in Berlin? Mit der Gutenberg-Bewegung, Demonstration. Hedonistische Internationale. Die, ja, die haben was gemacht, aber die Anarchisten an sich, als jeder Mensch, den es halt so gibt, die haben Einzelaktionen hingelegt, die super unterhaltsam sind, aber wo bleibt die Revolution? Wo bleibt die Bewegung? So viele Leute bekennen sich zur Anarchie in der einen oder anderen Weise, in diesen ganzen verschiedenen Schubladen und so, aber das, was sie verändern möchten, das bleibt eigentlich relativ gleich. Und da ist Noam Chomsky so cool, nimmt seinen kleinen Finger und hält ihn da in die Wunde, wo es am meisten wehtut. So. Anarchie, sozialistische, Anarcho-Syndikalismus und so. Ja, ihr denkt gut, ihr seid clever, ihr seid gut aussehend, ihr habt alles, was ihr braucht. Wo wollt ihr die Newtonmeter mal auf die Straße bringen, bitteschön? Und ich glaube, die letzten 2-3 Bücher behandeln das Thema immer sehr gut. Der ist natürlich in Amerika ein bisschen verhasst, ne, wird halt auch dargestellt zu Unrecht als Systemkritiker, der mit sich selber Probleme hat, irgendwie, weil er selbst antisemitischer Jude ist oder was auch immer. Er muss also Recht haben mit dem, was er sagt, wenn das Establishment was gegen ihn hat. Außerdem, das wusstet ihr, dass der, wie heißt denn das? Mir fehlen die Worte heute. Er sieht etwas und ist sofort in seinem Gehirn gespeichert. Fotografisches Gedächtnis? Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, er sitzt da und liest sich über Nacht 2000 Seiten und kann sich an alles erinnern. Und er ist halt gefragt worden von Journalisten, was tut ihr am meisten leid, was sie nicht machen konnten? Und er, obwohl er ziemlich sein Leben immer dafür aufgebracht hat, die Bevölkerung aufzuklären über die Missetaten ihres Landes, das ist in diesem Fall aufzuklären, die Amerikaner, über USA aufzuklären, über das Getue ihrer Armeesoldaten, ihrer Geheimdienste, ihrer Wirtschaftskontrakte immer aufgeklärt hat und erzählt hat und vorgetragen hat und sich auch sehr viel Hass und so weiter und Morddrohungen auch getan hat, hat er gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr machen können, ich hätte mehr Zeit aufwenden können. Und das finde ich dann, da kriege ich halt Gänsehaut, weil ich nicht mal einen ordentlichen Anarchievortrag hinkriege. Und der halt die ganze Zeit neue Ideen rausbringt. Und der hat mit seinem fotografischen Gedächtnis vielleicht einen Vorteil, aber ich müsste eigentlich noch all seine Bücher lesen, nochmal, also nicht, 2 habe ich jetzt schon durch. Aber dass jemand halt sagt, so, ich wünschte, ich hätte mal was bewegt. Das muss total. In meinem Alter habe ich mir noch keine Sorgen gemacht, ob ich was mal hinterlasse. Mir ist das relativ Wurst. Aber für die Anarchiebewegung sagt er auch ganz klar, ich wünschte mir so sehr, ihr würdet mal was bewegen. Und bei dem Interview, das ich gelesen habe, musste ich dann noch sehr schlucken. Vor allem ist er wirklich, so wie er rüberkommt, ist er ein cooler Typ. Und kennt ihr diesen Videocast Shoot News oder so aus Australien, Melbourne, wo sie so Nachrichten verrappen? Julian Assange kommt da, macht auch teilweise mit.
da war er auch dabei und hat gerappt. Total cooler Typ. So, ich habe also mit einem meiner Vorbilder hier geendet. Dann gibt es noch John Holloway. Da habe ich aber Donnerstag jemanden kennengelernt, der John Holloways Arbeiten so gut findet. Und John Holloway ist auch jemand, der gerade was in, damit Mexiko, keine Ahnung, anpackt mit Gewerkschaften und autonomen Dörfern und so weiter und so fort. Versuche ich zu überreden, dass er zu meinem vierten Vortrag, weil er selber hier hinkommt für mich den Vortrag hält. ein sehr entspannter Typ. Deswegen möchte ich da nichts vorwegnehmen. Und der vierte Vortrag geht halt auch um anarchistisches Handeln. Weil nach drei Modulen haben wir genug geredet. Da sollten wir mal über das Handeln reden. Ja, gut. Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe ja viel gehört, sehr ausschweifend. Ich bin sehr dankbar, dass ihr so zugehört habt. Vielen Dank für die Korrektur an Don und an dich und an den Internethut. Ich möchte mich bei euch bedanken mit einem kleinen Applaus. Ich hoffe, ihr alles bedankt. Wenn ihr mir die Handouts geben wollt, auf das ich dann ein kleines Geschenk und ein Präsent vorbereite fürs dritte Modul, klar, kommt her. Ich bin hier noch eine ganze Zeit. Ich schlafe heute Nacht noch hier. Und ich bitte Silscha, dass die Aufnahme jetzt zu beenden.